Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Und warum hast du eine Maske auf? Dann blas mir doch ein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Schönen guten Abend. Da sind wir wieder und rocken heute die nächste Show von Meeple-Porn. Und ihr glaubt es nicht. Chris kam gerade eben schon online und sagte halt eben, boah, was geht eigentlich ab? Mir kommt es so vor, als hätten wir schon elendlange gar keinen richtig Meeple-Porn mehr gemacht. Ich habe mir total viel hier irgendwie aufgeschrieben. Und ich muss sagen, Leute, besonderer Tag. Ich habe tatsächlich auch heute was vorbereitet. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Hast du auch genug Zeit, was vorzubereiten, Stefan? Ja, das ist richtig. Normalerweise müsste ich jetzt in jeder Folge was vorbereiten. Aber wir warten ja immer noch darauf. Schon. Aber ich glaube, eigentlich bist du mal wieder dran, Chris. Wir wollen das ich immer sagen, noch. Ich wollte sagen, Chris hat schon seit einem Jahr Vorbereitungszeit, aber es kommt bald. Bald kommt's. Ich könnte was richtig Geiles für euch zusammen. Bald kommt's. Aber meine Vorbereitung ist hier die ganzen tausenden Euros, die ich hier gefühlt jeden Monat ausgebe, um von den neuesten Brettspielperlen zu berichten. Ja, das ist meine Vorbereitung. Also der letzte Content von testedich.de war auf jeden Fall exzellent. Ja, kam nicht so. Ich dachte spontan mal, ich versuche mal was Lustiges. Nein, war ja auch lustig. Ich habe mal bald wieder was spontan Lustiges. Gucken wir mal. Oh. Ja, Chris, aber wenn du schon so einen vollen Zettel hast, Digga, dann fang du doch einfach mal an und wir gehen uns alle was zu trinken. Ja, ich gehe jetzt einfach was essen. Dann komme ich gleich wieder. Kein Problem, ich mache ja auch eine Ein-Mann-Show. Verpisst euch. Okay. Pass auf. Ich war ja unseren Fans war ich ja was schuldig, das zu sagen. Ne? Ich danke Gott, der Einstieg schon, ne? Da rollen sich mir die Fußnägel hoch gerade schon. Ja, mir auch, aber ich mag, ich bin einfach, das ist halt wie mit Jerks, weißt du, man kann nicht hingucken, weil man sich so schämt, aber irgendwie guckt man doch hin. So sind wir halt auch. Auf jeden Fall. Können wir vielleicht gemeinsam die Chris-Haltung einnehmen? Komm noch. Warte, es gibt dann jetzt noch die Chris-Haltung beim Regeln lesen. Okay, Chris, erzähl. Okay, nein, pass auf. Also, es gab ja vor einem halben Jahr oder so, hatte ich ja schon davon berichtet, dass der Jochen Eisenhut mich ja angeschrieben hatte und meinte so, hey, du hast über mein Spiel nicht so gut geredet, Super Fantasy Brawl. Und du hast quasi gesagt, das braucht man nicht. Und ich möchte dich vom Gegenteil überzeugen. Ich würde dir gerne eins schicken und dann kannst du da mal irgendwie selber eine Meinung drüber bilden. Das habe ich angenommen. Und ja, es ist jetzt endlich angekommen, vor 3 Wochen gefühlt jetzt schon. Ich durfte ja irgendwie letzte Woche nichts über Brettspiele hier erzählen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt ein paar Runden Super Fantasy Brawl gespielt. Ich habe mit Carina 2 Runden gespielt und mit Rob habe ich auch schon 2 Runden gespielt. Und ja, für alle Leute, die Super Fantasy Brawl nicht kennen, Super Fantasy Brawl ist ein Arena-Game, in der ihr quasi vorher am besten euch aus, keine Ahnung wie viel Helden, 3 Helden zusammendraftet und mit den Helden zockt ihr dann halt euer Match. Ihr macht Punkte, indem ihr halt gewisse Missionsziele erfüllt und die sind jede Runde anders, weil es ist so eine Kartenreihe mit verschiedenen Zielen drauf, die rutschen weiter und ihr kriegt halt einen Punkt, wenn ihr jemanden anderes tötet. Das Ganze ist halt mit so Handkarten gesteuert und mit so verschiedenfarbigen Kernen, die man aktivieren muss und man kann dann eine blaue Karte spielen, wenn ihr einen blauen Kern aktivierst und ja. Ja, was soll ich sagen? Er hatte mich mit einer Geschichte hat er mich direkt gekriegt, weil ich war das Ding am Zocken und es hat mich an ein Spiel erinnert, was ich sehr, sehr gerne spiele und dann wusste ich so, ach Mann, er ist eigentlich ein ganz kluger Typ, dass er mir das gebracht auf den Tisch gelegt hat, weil er wusste vielleicht, dass sich selber meine Synapsen dahin verketten und ich das erkenne. Und zwar, es hat mich super krass an War Chest erinnert. Und War Chest ist halt eins meiner Lieblingsspiele, ne? Ihr habt halt, das Feld ist halt grob gleich von den Feldern angeordnet. Und es geht dann auch darum, euch zu positionieren. Teilweise sind irgendwelche, teilweise kriegst du dann, wenn eine Karte draußen liegt, Siegpunkte dafür, dass du dann neben diesen Säulen stehst oder in einer gewissen Area stehst zum Beginn der Runde oder in den Spawnpunkten. Und ja, ey. Es ist halt nicht dieser Backbuilding-Mechanismus gewesen und so, aber allein dieses Einheiten-Draften davor und das Zocken
an sich selber, es hat sich halt für mich angefühlt, ein bisschen wie War Chest. So. Und das mit richtig kranken Miniaturen. Also ich sag auf jeden Fall, er hat, dass er halt Mystic als Partner gewählt hat. Ich weiß halt nicht, was so hinter den Kulissen abgeht mit Geld und inwiefern sich das lohnt und allem Zip und Zap. Aber jetzt rein als Verbraucher ist es die perfekte Entscheidung gewesen, dass er Mystic gewählt hat, weil das ist, die haben das Ding so geil produziert. Es sieht so fett aus. Klar so, ein paar von diesen Plastik-Tokens, so diese Plastik-Lebepunkt-Tokens und so ein paar andere Plastik-Tokens, die braucht man halt nicht, weil die sind. Ich habe mir die jetzt in. Ich habe mir die jetzt die Papp-Token genommen und habe die in Münzkapseln gesteckt, weil es einfach ein bisschen geiler ist. Aber die Minis an sich selber und auch die Säulen in der Mitte und allem drum und dran. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass Carina findet es gut. Ich habe es mit Rob gezockt, er feiert es auch. Und ja, also, das Ding ist halt, ey, so ein Match zockst du in 25 Minuten, eine halbe Stunde, dann hat auch noch so eine richtig geile Spieldauer und ja, er hat mich jetzt so weit, dass ich glaube, die Kampagne kommt jetzt, die neue Kampagne kommt jetzt in einem Monat, zwei, drei Monaten und ich bin safe drin und kaufe mir den Rest, weil es macht mega Bock. Also ich, er ist klug, er hat mich auf jeden Fall gehuckt und das Ding wird auf jeden Fall nicht ausziehen. Ich habe da auf jeden Fall Bock, noch ein paar Runden zu zocken. Ja, bei mir ist es auch angekommen. Ich habe ja damals ein Video dazu gemacht. Da war das aber noch anders. Und das musste ich dann, hat er mich dann gebeten, das wieder offline zu nehmen irgendwann, weil das ja nicht mehr den Originalregeln und so weiter quasi entsprochen hat. Ah, okay. Habe ich auch gemacht. Und das ist ja auch so ein Projekt gewesen, der ist ja einfach auf die Messe gegangen, hatte seinen Prototypen dabei, war dann bei Mystic Games und hat ihn dann so lange sexuell belästigt, als er da gestanden hat, dass die sich das quasi angeguckt haben und dann haben die dem direkt gesagt, ja, wir nehmen das, ne? Und das ist natürlich genau das, was man sich vorstellt, wenn du da losziehst als kleiner Dulli mit deinem Spiel im Gepäck und die kommen da hin und sagen, ja, geil, wir nehmen das, wir machen da ultra fette Miniaturen und wir machen das ganze Ding noch fetter und wir machen das noch fetter und dein Name steht vorne jetzt einfach eiskalt mitten auf dieser übertrieben heftigen Schachtel, der hat so ungefähr KDM-Format irgendwie schon. Die Kiste, ja, ja. Ein richtig fettes Teil. Von daher, ich hab's selber noch gar nicht ausgepackt. Nächste Woche startet die Kampagne, stand gerade im Chat. Also ja. Wisst da Bescheid, Leute. Ich hab's auf jeden Fall noch nicht aufgemacht halt eben. Leute, danke für die Donates und danke für ich hab halt damals die Subs. Ich habe halt damals gesagt, weil ich glaube, die Kampagne lief grob parallel mit Skytier, wenn ich mich recht erinnere. Und die waren mir auf dem Papier irgendwie dann doch auf eine ein bisschen ähnlich, weil es halt so Miniaturen, Battle Games waren, beide auch mit Handkarten und so. Und ich mir dann dachte, Skytier hatte für mich einfach mehr Fleisch. Also das war einfach MOBA, mehr Lanes, Minions, Pushen, Deckbuilding und. Deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, Super Fantasy Brawl ist halt einfach das Familiengame so. Muss aber sagen, Super Fantasy Brawl, also ich finde Skytier immer noch deutlich geiler, aber man kann sich schwer vergleichen, weil Super Fantasy Brawl ist ein Game, das kannst du mit jedem, den immer spontan zu Besuch hast, dann kannst du dann einfach das Ding auf den Tisch legen und ihm erklären, ja, das und das geht hier ab. Und Skytier ist eher so ein Ding, da ist es cool, wenn du halt ein bisschen Deckbuilding machst, wenn dein Gegner auf Augenhöhe ist und so. Und Super Fantasy Brawl ist halt einfacher auf den Tisch zu bringen, aber du kannst trotzdem die Karten so geil miteinander verzahnen. Dann mit dem einen spielst du hier eine Karte und ziehst den ran, mit dem anderen pusht du den dann dagegen und mit dem anderen machst du noch Lifesteal und rettest den. Ach, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall, gibt's von mir eine volle Empfehlung, euch mal Super Fantasy Ball auf den Zahn zu ziehen. Ist ein gutes Ding. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ist bei mir immer noch, genau, also ich habe damals das schon empfohlen und ich würde es auch immer wieder tatsächlich empfehlen. Aber ich habe jetzt Bock, mir die ganzen Sachen, nachdem Sven ja mir jetzt so ein paar mehr Farben wieder geschenkt hat und ich auch wieder weiß endlich habe. Ich wollte ja nicht wegen einer Farbe immer, ey, da zahlst du doch genauso viel Versand wie für einen so ein Dingens, weißt du, was ich meine? Für einen so ein Pöttchen und jetzt habe ich mal wieder angefangen, die Schweinchen so ein kleines bisschen zu bemalen und das wäre so ein geiles nächstes Projekt auf jeden Fall. Aber das ist heftig, also das sind so Miniaturen, da weiß ich auch nicht, ob ich mich da rantrauen würde. Also ich kann nur sagen, ich bin immer noch an Star Wars Legion dran. Ich habe jetzt schon wieder für über 250 Euro, glaube ich, neue Miniaturen bekommen, weil jetzt irgendwie super viele neue Erweiterungen rausgekommen sind. Und ey, das ist schon so krass, ne? Aber wenn ich mir dann die Dinger angucke von da musst du jetzt aber wirklich bald mal anbauen, oder? Das kriegst du ja gar nicht mehr alles unter da. Ich hab's jetzt alles schon in Schuhkartons, die Miniaturen und übereinander. Also ich habe jetzt schon so einen Schuhkartonturm voller Miniaturen. Also muss ich mal auf jeden Fall anbauen. Ja, aber pass auf, Leute. Super Fancy Boy, wie gesagt, zwei Daumen hoch. Ich mach mal weiter, damit ich hier nicht den ganzen Tag alleine rede. Bevor ich es vergesse, ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich Millennium Blades mal gezockt mit den neuen Sachen, die jetzt beim Kickstarter. Hast du das doch alles einsortiert, Digga, oder was?
Hä? Hast du alles einsortiert? Ja, hab ich ja, ich habe mich, hab mich immer noch davor. Ja, das steht immer noch da, ist noch nicht mal aus. Aber du hast ja auch nicht dein Anachrony einsortiert, ne? Immer noch nicht. Ich überlege ja schon, dass die Box, meine Anachrony Infinity Box abzugeben, weil ich keinen Bock habe, es einzuräumen. Das müsste ich mal einziehen. Boah, Junge, du bist eigentlich müsste ich die dann nehmen. Ja, ich weiß nicht. Die müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir Millennium Blades gezockt mit den neuen Regeländerungen. Wann hast du Geburtstag, Daniel? Das dauert noch ein bisschen, im Dezember. Ja, okay, Stefan ist so großzügig. Glaub mir, Jungs, wenn er fragt, wann hast du Geburtstag, dann heißt das, Daniel, ich verkaufst du dann an deinem Geburtstag für 20% weniger. Für weniger. 20% weniger. Doc Moxie, danke, Mann, für den Zwanni. Ehre, Hessebub, danke für den Prime-Sub, Leute. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es kamen auf jeden Fall neue Karten rein bei Millennium Blades für diese ganze Meta-Geschichte. Das ist nicht nur noch Meta, also du hast verschiedene Metas, die du einhalten kannst, die beim Deckbuilding halt wichtig sind. Und siehst du, deswegen hat es mich abgefuckt, dass ich letzte Woche nicht über Spiele reden durfte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt noch für Änderungen waren. Das fällt mir spontan irgendwie gar nicht ein. Aber ich weiß dafür, dass ein paar Sachen dabei waren, die richtig, richtig gut waren und die dem Game auf jeden Fall einen richtig frischen Wind gegeben haben. Du kannst, glaube ich, jetzt noch irgendwie... Genau, du hast ein neues Board, so ein kleines. Da liegen immer so verschiedene Sachen drauf, wie zum Beispiel, lege 5 Karten vom selben Typ ab, dann kriegst du 5 Siegpunkte. Oder leg 6 unterschiedliche Karten mit unterschiedlichen Zahlen ab und so. Also das heißt, man hat jetzt noch verschiedene Möglichkeiten, nochmal während dieser Set-Collection-Phase noch Siegpunkte zu generieren, indem du halt quasi immer so random Ziele erfüllst. Und wenn halt eins erfüllst, dann kannst du das nehmen. Dies wird am Ende des Games gewertet und dann legst du halt eine neue Karte aus. Das heißt, du kannst auch die ganze Zeit versuchen, darauf halt mitzugehen. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, am Ende nochmal richtig krass aufzuholen, obwohl die Turniere für mich nicht so gut liefen. Und das ist auf jeden Fall für Millennium Blades korrekt gewesen. Dann, ich habe Daimyo endlich gezockt. Da war ich vor einem Dreivierteljahr in der Kickstarter-Kampagne drin und bin aber irgendwie am letzten Tag nochmal rausgegangen. Das war so ein Area-Control-Game mit so einem Japan-Endzeit-Theme, aber so ein bisschen irgendwie, ja, keine Ahnung, so dann war es auch so Samurai und der eine hat so eine Cap nach hinten auf und so ein bisschen Mixed-Theme. War vom Material richtig heftig, was den Preis anging und muss sagen, richtige Entscheidung gewesen, dass ich rausgegangen bin. Es war irgendwie so komplett egal. Also ja, ich hätte mir mehr davon erhofft, aber manchmal trübt einen dann doch die Einschätzung nicht, sondern manchmal hat man das richtige Gefühl, wenn man in so einer Kickstarter-Kampagne rausgeht. Da wusste ich auf jeden Fall dann, ja, okay, dann habe ich das Spiel richtig eingeschätzt. Also auch für Familien, also ich glaube nicht, dass das Game sich richtig gut positionieren wird. Außer vielleicht wegen Material, aber spielerisch Daimyo braucht man nicht. So, und jetzt zur wahrscheinlich für die meisten Leute hier interessantesten Sache, weil ja viele aktuell auch Kickstarter-mäßig da drin sind oder noch überlegen, reinzugehen. Und zwar habe ich Pagan gespielt. Ich glaube, das heißt Pagan Fate of Roanoke oder Roanoke. Ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ist ein Kartenspiel und ist ein asymmetrisches, ich hätte fast wieder asynchron gesagt, asymmetrische Fraktion. Und soll ich euch erstmal kurz wegflavern eventuell? Das ist ja, ich mach das ja immer. Ja, ich bin der Flavorboy halt eben so. Um Chris ein bisschen zu überraschen, er hat von Würmgold sich einen Prototypen zuschicken lassen und hat den halt eben jetzt auch schon gespielt. Was der Chris nicht weiß, dass ich es heute Morgen auch gespielt habe tatsächlich und komplett im Bilde bin. Ich habe es nämlich mit dem Andreas höchstpersönlich, habe ich heute Morgen angeschrieben, kannst du mir das mal zeigen? Und er hat es mir bei Tabletopia hat es mir gezeigt und da habe ich es heute Morgen tatsächlich auch selber angezockt, mit ihm so ein bisschen darüber gequatscht. Die Story finde ich eigentlich ganz nice von dem Game, zumindest wie die halt eben hergeleitet ist. Und zwar, ihr wisst ja, vielleicht könnt ihr euch noch an die Folge mit dem Zeitungsartikel erinnern, den ich da mitgebracht habe. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal so ein bisschen was vorbereitet halt eben. Und zwar, Roanoke ist quasi eine Kolonie. Und da ist es so gewesen, da sind quasi die Engländer aufgebrochen und haben dann dort, das befindet sich an der Ostküste der USA, glaube ich, diese Insel, und da lebten also Indianer drauf, und die Engländer sind dann 1584 dahin aufgebrochen, haben dann da 2 Jahre quasi gesiedelt und leider sind sie da ein bisschen zu spät angekommen bei der ersten Besiedlung. Es gab nämlich mehrere Besiedlungsversuche dieser Insel, sodass sie beim ersten Versuch zu spät angekommen sind, eine schlechte Ernte hatte und entsprechend da gar nicht gut zurechtgekommen sind und dann
die Indianer da abgeschlachtet haben, so ein Dorf niedergebrannt haben, den Häuptling gekillt haben, und dann hatten sie Angst vor Rache und haben eine kleine Delegation zurückgelassen, und der Admiral Greenville oder Granville hieß er, ist nach England zurückgesegelt, um Verstärkung zu holen. Das hat sich dann aber verzögert, so dass dann den kennt man ja auch, Sir Francis Drake, der Baba ist dann dort vorbeigesegelt, ein Jahr später. Und da war der Granville immer noch nicht zurück mit Verstärkung und hat dann die Siedler alle wieder mitgenommen. Die haben sich dann quasi auf See sozusagen getroffen. Dann kam der Granville da an und die ganze Siedlung war weg, weil der Sir Francis Drake die ganzen Leute alle wieder mit nach England genommen hatte und ist dann dort auch wieder abgerauscht. Und dann ist es so gewesen, ein Jahr später, 1587, gab es dann den zweiten Versuch, da sind sie wieder rüber gesiedelt, haben dann da wieder ein paar Leute da gelassen und sind wieder zurückgesegelt, um Verstärkung zu holen. Und als sie dann wieder kamen, waren schon wieder sämtliche Leute weg. Es waren 90 Leute auf dieser Insel, 90 Männer, 17 Frauen, 11 Kinder, und es fehlte tatsächlich jede Spur. Die ganzen Häuser sind weg gewesen, die Leute sind weg gewesen, es gab keine Spur vom Kampf, die sind quasi spurlos verschwunden. Das hat sich tatsächlich irgendwie so zugetragen, und auf diesem Thema basiert quasi jetzt fiktiv dieses Spiel, was könnte dort passiert sein. Und bei dem Spiel ist halt eben da vorausgesetzt, dass es da eine Hexe gegeben hat, die da die Leute irgendwie verführt und weggezaubert hat oder wie auch immer. Tatsächlich wollt ihr aber bestimmt auch was über die Hypothesen des tatsächlichen Verbleibs der Kolonie erfahren. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass es mehrere Möglichkeiten halt ihm gegeben hat, weil auf einer Nachbarinsel, es gab nämlich Kroatan, sagt sie ja auch, das gibt es auch in manchen Spielen oder so, ist ein Wort, das war in so einem Baum da eingeritzt, wo diese Siedlung gewesen ist, und das ist der Name von so einer Nachbarinsel, und da gibt es die Hypothese, weil es dort auch Überlieferungen gibt in den Erzählungen der Indianer von dieser Kroatan-Insel, dass die irgendwie weiße Vorfahren hatten, dass die eventuell sich einverleibt haben, die mit auf ihre Insel komplett verschleppt haben, da alles ausgetilgt haben und die dann da beschlafen haben oder was, keine Ahnung, oder die mit in ihre Siedlung halt eben integriert haben, so dass sich das halt eben so da reingemischt hat. Und dann gab es 1937 halt eben, wurde eine Reihe von Steinen in North Carolina gefunden, wo immer was Verschiedenes drauf eingeritzt gewesen ist, und das war dann quasi wie so eine Schnitzeljagd von so einer Frau, die damals dort mit ebenfalls verschwunden ist. Die hat halt eben so Zeichen auf so Steine gelassen, die sich fürs ganze Land gezogen sind. Das waren dann 40 Stück oder so, und ganz am Ende hat ein unbekannter Typ halt den letzten Stein nur eine Zeichnung gemacht mit ihrem Tod von dieser Frau. Das hat sich dann aber nachher als Fake herausgestellt, dass irgendeiner durchgezogen hat, diese 40 Steine in diesem Land aufgrund dieser Sage präpariert. Und deswegen ist auch heute noch in Amerika diese Roanoke-Kolonie und auch diese Frau, die da diese 40 Steine gelegt haben soll, fest in der Folklore verankert bis heutzutage. So, okay. Gut. Jetzt das so. Ja, ich weiß, ich habe die Leute jetzt genervt, aber jetzt hat man mal wieder was gelernt. Ist so. Ja. Nee, also, wie gesagt, Pagan läuft ja aktuell der Kickstarter. Und storytechnisch ist mal kurz zu fassen, ist, ein Spieler spielt die Hexe und die andere Spieler spielt die Hexenjäger sozusagen, oder die Dorfbewohner. Ich muss sagen, ich hab mich kaum über das Spiel informiert. Mich hat als erstes irgendwie gehuckt, dass es vom Artwork sah es für mich so aus wie The Darkest Dungeon, muss ich sagen. Und was ich mir gestern übrigens gekauft habe bei Steam, ist es im Sale für 11 Euro, Alter, mit allen mit allen DLCs. Habe ich vorher noch nie gezockt, wollte ich nur sagen. Ja, dann berichte nächstes Mal. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Regeln durchgelesen und habe dann Carina quasi mal an den Tisch gebeten. Und was soll ich sagen? Es hat auf jeden Fall ein paar richtig coole Mechanismen. Also jeder hat ein Deck und das halt komplett abgestimmt ist also auf den Charakter, den man spielt, weil beide Seiten sich, wie ich halt sagte, komplett unterschiedlich spielen, da das Spiel halt komplett asymmetrisch ist. Ich muss jedes Mal nachdenken, bevor ich das Wort ausspreche. Es hat ein paar Mechanismen, die mich an andere Spiele erinnert haben, die ich halt auch sehr gerne mochte. Und ich habe die Hexe gespielt
Und das Coole ist, ihr habt halt so eine Auslage von Dorfbewohnern in der Mitte quasi. Und ich meine, es waren, lass mich mal drei, neun sind es. Neun Dorfbewohner. Und die haben auch alle eine gewisse Fähigkeit drauf, die du dann, die man hinterher auslösen kann, sowas wie zieh eine Karte oder krieg Einfluss und allem drum und dran. Und zusätzlich hast du dann quasi nochmal eine Farbe angegeben und eine Zahl. Wo du dann zusätzlich, wenn du jetzt die Fähigkeit von dieser Karte auslöst, kannst du Einfluss auf andere deiner Karten verteilen. So, warum macht man das überhaupt so? Das Ziel der Hexe ist es erstmal, du willst so ein Renaturing oder so ein Renaturieren deiner Area. Also du willst halt so ein wie nennt man das nochmal? Stefan, helf mir. Du willst so ein Ritual durchführen. So. Und dafür brauchst du halt auf deiner Hexe eine gewisse Anzahl von, ich sag jetzt mal, Einfluss. So. Du ziehst am Anfang ne, diese neuen Dorfbewohner oder Hexenjäger, die haben nochmal einen extra Stapel, wo die alle noch einmal drin sind und da ziehst du quasi random eine von, das heißt, du weißt, welche Hexe du bist. Dein Gegenüber weiß es nicht, denn einer in dieser Auslage bist du als Hexe. So. Und du kannst jetzt natürlich nicht immer direkt Einfluss auf die Hexe legen, weil ne, der Gegenspieler, der kann die Hexen halt sofort töten. So. Du heißt, du musst ihn so ein bisschen locken. Du musst ein bisschen, da mal reinpumpen, so, weil er verliert das Spiel, wenn er dreimal die falsche Hexe getötet hat. So. Und jetzt kommen wir zu einem der Sachen, die ich geil fand. Und jetzt kommt so ein Ding, das hat Star Wars Rebellion nämlich gehabt. Er kann, wenn er gewisse Einfluss farmt, kann er sich quasi Karten aus diesem Stapel kaufen. Das heißt, nach und nach hat er immer mehr Hexen selber auf der Hand und weiß dann, welche Hexe du auf jeden Fall schon mal nicht bist. Wie bei Star Wars Rebellion mit dem Planeten. Das heißt, ich kann die ganze Zeit dann zum Beispiel, was weiß ich, die Fährte auf zwei andere Hexen legen. So, dass ich denke, ja komm, Alter, dann denkt er schon, ich bin das. Aber eigentlich hat er die schon bei sich liegen und weiß schon, okay, das ist auf jeden Fall nicht. Also, ne, so du. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie bei Netrunner versuchst du halt die ganze Zeit so ein bisschen, so ein bisschen zu gamblen. Wie bei Netrunner mit dem, wenn du deine Konzerndinger da liegen hast und versuchst dann halt so in das Eis reinzulenken und den ganzen Kram. Und du versuchst ihn halt die ganze Zeit zu verarschen. Und ich muss sagen, das halt gepaart mit diesen Karten, was halt auch geil ist, weil du hast, das ist halt auch ein Worker-Placement-Game, was ich halt auch erst gar nicht gestellt habe. Du hast halt drei, in Anführungsstrichen, Worker hast du halt. Diese Dorfauslage vorne, da kannst du dann sozusagen einen Worker draufstellen und führst dann diese Aktion aus. Du hast aber selber auch noch ein eigenes Board, in dem du jetzt als Hexe konnte ich halt Tränke, die ich auslege, also Tränke brauen, die legst du dann aus, musst da auch Einfluss drauf kriegen. Oder kannst halt so Familias, so Tierfreunde halt ausspielen. Und wann hat die Hexe gewonnen? Die Hexe hat gewonnen, wenn sie dieses Ritual ausführt. Ah, das Ritual. Halt, genau, okay. Okay. Und du hast halt dann so Tierekarten und so legen und da kannst du halt auch Worker draufpacken und dann auch nochmal Sachen ausführen. Das heißt, ja, es ist halt so ein asymmetrisches Worker-Placement-Card-Game und hat halt auch noch mega das geile Thema. Ich finde das mit dieser Hexe und dieser Hexenjäger ist halt auch so irgendwie, keine Ahnung. Also ich muss sagen, Artwork, Gameplay, mich hat das Game auf jeden Fall, also hätte ich das jetzt irgendwie bei wem anders angetestet, ich wäre auf jeden Fall reingegangen, weil, es sind halt nur ein Zwei-Personen-Spiel, aber irgendwie habe ich es auch so noch nicht in die Richtung gezockt. Du brauchst kein großes Deckbuilding, wie bei Netrunner, dass du halt irgendwie immer jemanden hast, der auf jeden Fall auch auf deinem Level ist. Es ist von den Regeln her relativ easy zu erklären. Es ist auch nicht so ein Brecher wie bei Netrunner, wo du erstmal alles erklären musst. Und ja, also ich muss sagen, also jeder, der am Zweifeln war, ich kann euch sagen, ich persönlich würde reingehen. Und ich glaube, im Endeffekt würde auch keiner, der da reingeht, es bereuen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, das ist ein Must-Have, ihr müsst da reingehen, aber ich finde es auf jeden Fall fett. Muss man halt wissen, Zwei-Personen-Spiel, wenn man öfter mal zu zweit zockt, dann ist das auf jeden Fall ein Ding, was man auf jeden Fall gebrauchen könnte. Und ich sag, Daniel, für dich ist es auf jeden Fall ein Must-Have. Du ja, das habe ich mir schon gedacht. Und das hab ich mir du, gedacht. Alter, Story und Artwork hatte mich das Game sowieso schon. Deswegen habe ich jetzt mal abgewartet, was ihr über das Gameplay sagt. Aber im Grunde nach den Sachen, die ich mir so durchgelesen habe und die ich mir angeguckt habe, war mir eigentlich auch schon klar, dass ich da mit dem Ding auf jeden Fall nichts falsch machen kann. Also deswegen, ich bin auf jeden Fall auch dabei. Definitiv. Kannst du bedenkenlos rein? Ich bin heute auch reingegangen. Ich habe es angetestet, ja. Bin reingegangen. Ist ein Zweispielerspiel seit, sag schon, wie hieß das nochmal hier mit den Präsidenten, das Ding da? Das Zwei-Personen-Spiel. Dat,
Attentat da hier. Ach so. Nicht Attentat, die Watergate-Affäre. Watergate hieß das Spiel Watergate. Auch halt eben so. Ja. Seitdem, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich könnte mir das so als Zwei-Personen-Spiel, kann ich mir das halt eben gut vorstellen. Es ist halt eben einfach nur ein Zwei-Personen-Spiel. Ich weiß nicht, ob es zu lange dauert. Ich habe es mal eben nur angezockt heute, damit ich raff, wie alles funktioniert und so. Das ist auf jeden Fall, habe ich eben auch schon im Pre-Stream gesagt, so ein Game, das ist, lohnt sich nicht, wenn du das nur einmal zockst. Also wenn du nur die ganze Zeit dir Spiele holst, die du nur einmal oder nur zweimal spielst und die spielst du dann nicht, dann brauchst du es dir nicht zu holen. Weil die Synergien, glaube ich, von diesen ganzen Karten, jeder hat nicht ein Deck von 20 Karten, jeder, der Held und die Hexe, hat jeder ein Deck von 50 Karten, ja, und da dann das Maximum mal rauszuholen, dann musst du das halt eben wirklich auch echt ansatzweise auch mal häufig dann spielen. Dafür wäre es nämlich zu schade, wenn es im Regal einfach liegen würde. Ich bin trotzdem erstmal rein und, ja, hab's mir auf jeden Fall gegönnt. Boris und Mary, die spenden hier um die Wette. Danke, Leute. Was hast du? Was ist denn mit der Erweiterung, die da noch mit bei ist? Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ist das mit dem Deckbuilding? Ehrlich gesagt, habe ich es mir noch nicht angeguckt. Ich habe nämlich gesagt, ich zock's erstmal, aber ich wusste es, ich höre jetzt gerade zum Beispiel zum ersten Mal, dass es da auch eine gibt. Ich werde das nochmal reinziehen. Also nochmal zu, um Stefan nochmal Bezug zu nehmen zu der Länge. Was haben wir gestern gezockt? Ey, über eine Stunde halt knapp. Aber er sagte wohl, wenn du das halt drauf hast, dann zockst du im Schnitt so 45 Minuten. Ne? Und ich finde 45 Minuten bis zu einer Stunde finde ich gerade. Das ist so ein Game, das kannst du auch mal gut am Feierabend zocken. Ne? Und zwei Personen ist halt so nicht für die meisten was. Aber ich sag, das Game alleine mit der Thematik, das und allein diese ganz unentscheidend. Ich fand, Carina hat sich kaputt gelacht, ey, weil ich versuche die ganze Zeit so die Fährte zu lenken, so ein bisschen anders. Aber Carina hat irgendwie den Braten gerochen und Carina hat die ganze Zeit immer auf die richtige Hexe gesetzt und dann hat sie mich halt am Ende damit auch so halt, Also war gut gedacht von ihr. Habt ihr nebeneinander oder gegenüber am Tisch gesessen? Gegenüber. Echt? Ja, das habe ich heute beim TTS auch bemängelt irgendwie oder bei Tabletopia. Weil die Kartentext. Ja, weil in der Mitte liegt die Dorfbewohnerauslage und einer muss sie dann über Kopf lesen halt eben. Für mich, das so habe ich direkt gesagt. Du kannst sie auch seitlich hinlegen. Ja, aber bei TTS konntest du es halt eben, beim Tabletop-Simulator einstellen. Ja. So. Also das ist so ein Game, das würde ich auf jeden Fall immer nur nebeneinander zocken, weil es halt eben wirklich für über Kreuz zocken. Der Ben, der kriegt Probleme an seinem Küchentisch. Ich sag's euch ganz ehrlich, der wird das Spiel nicht gut wegkommen. der Andreas schreibt gerade noch hier in den Chat rein, die Erweiterung bringt nochmal 100 Karten fürs Deckbuilding mit rein und mit geil, okay. Gloom eine weitere Mechanik. Es wird nochmal ein Ticken komplexer. Okay, klingt für mich jetzt so, als brauche ich's. Ist so geil. Ich meine, das ist ein Ding, gerade wenn das wirklich so ein Ding ist, was man dann wirklich mit seiner Partnerin abends zockt. Wenn ihr dann beide drin müsst, dann ist es halt so wie mit Arkham Horror. Wenn du dann noch ein paar Karten hast, um dein Deck noch ein bisschen zu verfeinern und dann vielleicht noch mal ein paar bösere Sachen zu machen, weißt du? Und allein da sich gegenseitig irgendwie, was weiß ich, den Einfluss wegzuballern und so. Und Carina hatte dann so eine geile Auslage auf ihrem Brett von irgendwelchen Jägern. Und ich spiele dann einfach mal so eine Verzauberung, die dann sagt, so ja, ihr Board wird so behandelt, als ob da keine Karten drauf liegen und solche Sachen und so. Du kannst damit schon den Gegenüber richtig, richtig so abfacken und verarschen und das ist, keine Ahnung, es hat sich angefühlt wie Netrunner. Es ist natürlich ein ganz anderes Game, aber ich habe dasselbe Feeling halt gespürt. Ne? Ja, aber es ist halt, wie du eben schon sagst, bei Netrunner ist es wirklich so, wir haben es letztens auch nochmal ausgepackt und wollten es nochmal spielen und du brauchst echt erstmal wieder, um in dieses Game reinzukommen. Ne? Das ist schon, wenn du das wirklich jetzt ein paar Monate oder Jahre sogar nicht gezockt hast, das packst du mal nicht so eben schnell auf den Tisch und zockst das halt runter. Ne? Ja. Also wie gesagt, ich wär auf jeden Fall jetzt spätestens reingegangen, weil ich sag dir, also ich bin da auf jeden Fall, also mir hat das Ding Saulaune gemacht und ich habe da auch Bock nochmal öfter mit Carina zu zocken. Und ich habe auch gar nicht, erstmal will ich die nächsten Male auch weiterhin die Hexe zocken. Wie gesagt, dann irgendwann zocke ich dann mal die andere Seite, aber erstmal will ich die Hexe perfektionieren. Und dann, wenn ich dann meine, okay, jetzt bin ich die perfekte Hexe, dann zocke ich mir die andere Seite. Ja. Aber wie gesagt, ja, das war so die wichtigsten Sachen, die ich mir auch auf den Zettel geschrieben hatte. So, erstmal. Der Rest kommt dann in den nächsten Wochen. Jo. Vielleicht noch für die nächsten Wochen, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ich habe mir auf jeden Fall noch Kubitos gekauft und Maglev. Ja, sollte ich mir jetzt auch kaufen, Chris, Kubitos.
Ey, Stefan, ich sag dir, Kubitos. Ist auf das, jeden ja, Fall aber ist das ganz meine Frage? Ist das mit Rammen, also rammt man sich, ist das nur ein reines Wettlaufspiel mit dem Backbuilding oder ist es auch so, dass man sich gegenseitig so schrotet und weißt du, so. Kann ich dir nicht zu 100% sagen, aber Stefan, es ist wie ein. Es ist wie ein. Als ob hier. Wie heißt das Spiel noch von Daniel mit den Würfeln? Wie hieß das nochmal? Quad Heroes. Wenn du Quad Heroes und hier die Quadsalber von Quedlinburg, die haben harten Sex gemacht und dann ist das Baby daraus entstanden. Also Backbuilding ohne Back, aber halt dann, ne? Ja, aber du hast ein Poolbuilding mit Dice und dann würfelt, Stefan, dann ist es nicht so, dass du die Dinger aus deinem Beutel ziehst, sondern du würfelst die Dinger und manche sind Planks, manche nicht und dann musst du gucken, wie setzt du deine Würfel noch ein und dann rennst du da über diese Karte und supergeil. Super geil. Ja, sieht auf jeden Fall. Also, ich habe hier auch schon seit ein paar Jahren habe ich auch von AEG das Game Automobile. Das funktioniert halt genauso. Du hast da auch so dieses Cube Deck Building und mit so verschiedenen Karten und ja, es ist halt auch so wie bei Quacksalber von Quedlinburg, dass du kannst vorher mal aussuchen, was die Karten machen oder was die Chips machen. Und so ist halt bei den Würfeln hier auch. Du hast halt für jeden Würfel hast du verschiedene Karten. Und dann legst du vorher zufällig aus, das heißt, du hast auch jede Runde eine andere Kombination und dann heißt es, zockt sich auch jedes Mal anders. Und ich glaube, das ist, ob es für mich was ist, ich denke ja, aber für Stefan ist es was, auf jeden Fall. Aber könnte ein cooler Absacker sein, so irgendwie. Ja, mega, das ist auf jeden Fall so ein Absacker. Den man einfach mal flott runterzockt und sich da ein bisschen gegenseitig. Ja, ja. Ja, und halt Maglev Metro sieht halt auch super sexy aus, so mit so Magnetzeug drin und so. Aber wie gesagt, das versuche ich dann bis nächste Woche mal beides zu zocken. Ich habe reden wir später drüber. Ich habe so ein kleines Brettspiel-Tief, da würde ich auf jeden Fall gerne vielleicht am Ende noch drüber reden, so als kleinen Downer. Erstmal wollen wir. Klingt jetzt nicht gerade nach einem Brettspiel-Tief. Ich glaube, ich habe eher ein Brettspiel-Tief, aber. Erstmal wollen wir die Leute zum Lachen bringen und dann die Tränen, die kommen am Ende. Also wenn am Ende wird es vielleicht nochmal sentimental, Leute. Okay. Na gut, ich habe es mir jetzt mal geordert. Mal schnell nebenbei. Wenn ich so ein bisschen abwesend wirke, dann bin ich meistens was am Ordern gerade hier. Immer was am Shop, beim Shoppen. Ja, wer macht weiter? Ich habe auch ein bisschen was gespielt, aber ich habe wenig gespielt. Also ich habe Micro Macro City habe ich komplett durchgerockt. Hammergeil, geiles Ding. Leider wenig Fleisch auf den Rippen. Ne? Du hast das Ding wirklich nach 2 bis 3 Stunden durchgeschändet, aber hat es dabei richtig schöne Stunden. Wirklich super nice. Ich hoffe, da kommt noch ganz, ganz viel neues Zeug. Wird wohl. Das Ding ist da bestimmt eine Gelddruckmaschine. Das hat ja gut verkauft und geringe Produktionskosten. Dann Cantaloupe habe ich komplett durchgezockt. Krass, ich habe Sachen durchgezockt. Ne? Also krass, kennt man gar nicht. Ne? Hab das Cantaloupe durchgezockt. Ultra, ultra, ultra episches Ding. Also wirklich, jeder empfiehlt das Ding ja und das muss man quasi, muss man haben, muss man durchgespielt haben und ist mein Most Wanted jetzt für den November 2021, kommt der zweite Teil, ich soll ja eine Trilogie werden. Ich hoffe auch, dass danach der Trilogie noch Zeug kommen wird, irgendwelche Ableger meinetwegen, mir scheißegal, weil das halt eben so viel Bock gemacht hat. Kann ich auf jeden Fall nur dringend empfehlen. Könnt ihr in der Familie auch gestalten? Ja. Ich als Laie würde jetzt mal erstmal sagen, warum soll ich mich an den Tisch setzen und das spielen, wenn man doch auch sowas wie Deponia und solche Sachen am PC zocken kann? Also versuchen wir das mal jetzt mal zu schmackhaft zu gehen. Digga, jedes Computerspiel kannst du doch irgendein Brettspiel vorziehen, Digga. Alter. Nee, aber das ist doch ein Point-and-Click, oder nicht? Ja, sozusagen, Alter, aber wenn du Boardgamer bist und hast, das ist so krass gut gemacht, das ist wirklich richtig einfach übertrieben gut gemacht, dir fehlt da halt eben nichts und trotzdem sitzt du richtig geil zu zweit am Tisch, sitzt du mit Carina nebeneinander und blätterst geil in so einem Buch und du bist mit Karten hantieren oder so, sitzt ja auf der Couch und du bist mit der kleinen Maus, bist du quasi da am Fernseher was am Steuern, das ist schon was anderes. Ich dachte gerade, du hast meine Freundin kleine Maus genannt, aber ich dachte, du meinst wirklich die Maus. Deine Schwester. nicht, dass hier noch Gerüchte aufkommen. Genau. Du hast einen Stromausfall und du hast nur noch eine Kerze. Digga, ich bin jetzt. Ich weiß, mit einer Kerze kann man ganz, ganz andere Sachen machen. Ich bin 32 Jahre alt geworden, ohne einen Stromausfall jemals zu haben. Also kommen wir nicht mit dem Argument. 8 Jahren bist du 32 geworden, Alter. Das ist genau so, wie diese ganzen Bauern, die mir immer irgendwie bei Online-Zwang irgendwie anfangen zu schreien bei den Konsolen. Ja, meine Xbox muss ich online sein. Und das für jeder. Alter, warum hast du mal kein Internet zu Hause? Stromausfall kennst du nicht, aber Internet leckst du. Internetausfall hatte am laufenden Band.
pass auf, ich bin schon einen Schritt weiter. Der Vodafone-Vertrag liegt schon draußen. Carina ruft da hoffentlich jetzt mal morgen an und kündigt die Scheiße. Ansonsten machst du dir aber mal lange Beine, du. Ja, echt, kann die schon. Ja, wenn die da morgen nicht anruft, hör mal, dann ruf ich bei der mal an. Dann schicke ich dir mal eine WhatsApp. Der Vertrag läuft auf Carina, deswegen muss ich ja den kündigen. Ach so, du lässt alles auf Carina laufen. Das ist natürlich auch eine Sache. Das kennt man doch immer. Das kennt man aus dem Fernsehen, wenn die dann so irgendwelche Leute hochverschuldet bei Peter Zwegert. Ja, mein Ex-Freund hat auf mich ständig Internetrechnungen und neue Handys gemacht und so weiter. Weißt du, was ich wollte? So selbst, so Schulden müssen dann zu einem Vergleich mit allem drum und dran insolvent. Ich muss Kickstarter abbezahlen. Der hat eine Kreditkarte. Ja, der hat eine Kreditkarte auf meinen Namen gemacht. Der hat für 17.000 Euro Brettspiele gekauft. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, die Chat soll mal sagen, wo ich hingehen soll. Ich tendiere gerade noch zu 1:1, aber. Ich bin auf Telekom, Digga. Telekom ist immer Telekom. Gut. Ja, Telekom. So. Außerdem habe ich noch was gespielt. Ich habe es noch nicht ganz durchgezockt, weil ich bin im letzten Kapitel. Ich habe mir Escape Adventures, die Vulkaninsel, mal an Land gezogen, habe es dann mit Svenja gezockt. Ist in drei Teile unterteilt oder vier. Die ersten je eine Stunde, glaube ich, dann 150 Minuten oder wie auch immer. Wir haben das Ding durchgepeitscht. Wir sind jetzt quasi am Anfang des letzten. Wir haben da abgespeichert. Und das ist ja so nice, dass du dir da alles so hörbuchmäßig vor oder hörspielmäßig vorlesen lassen kannst, wenn du da diese Karten kombinierst. Eigentlich ist es auch ein Point-and-Click-Adventure, wenn du so willst. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie Cantaloupe. Irgendwie das war... Fand ich einfach irgendwie nicer. Wobei ja auch alle mal sagen, dass diese Vulkaninsel habe ich abgebrochen, schlechtster Fall, irgendwo verbuggt. Also keine Ahnung, vielleicht habe ich den Bug jetzt nicht gesehen. Also wir sind auf jeden Fall noch immer voll im Geschehen auch mit drin. Story ist natürlich so ein bisschen weird, aber komme ich auch gut drauf. Klar, ich mag halt eben sprechende Tiere. Und ja, zocke ich jetzt dann das letzte Kapitel und dann zipzap, ja, dauert schon ein bisschen länger, ist richtig, aber kann man ja abspeichern, also wir haben an einem Abend, haben wir das Ding schon durchgefeuert auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall danach noch hier den Monochrom AG angehen und habe ich auch hier irgendwo liegen und das andere auch nochmal mit der Burg, da habe ich nur das erste Kapitel irgendwann mal mit meinem Bruder gezockt, total weggeschmürgelt. Okay. Ja, das war's, glaube ich, von mir irgendwelche, ja, ich habe auch noch neu ein Zug, zeige ich euch aber nachher, wenn es dann soweit ist, weil der in mein geplantes Programm mit eingebaut ist. Wow. Daniel? Selçuk, hau raus. Okay. Ja, hat mir schon am Sonntag drüber kurz geschnackt gehabt. Bei mir ist ja das All-In von Tsukuyomi eingetroffen, letzte Woche. Und hat auch letzte Woche direkt die Wohnung wieder verlassen. Warum auch immer, aber ja. Ich habe jetzt diesen ganzen Shitstorm, der jetzt gerade irgendwie da aufgekommen ist, den habe ich irgendwie so ein bisschen, der ist so ein bisschen an mir vorbeigeflogen, während ich das Ding ausgepackt habe. Und ich dann gemerkt habe, ja, wow, Selçuk, jetzt hast du hier irgendwie... 6 oder wie viel Kartons es auch waren, ich weiß nicht mehr, plus die Playmat. Graues Plastik. Und ich dachte mir so, wow, Selçuk, Alter, ich muss euch ehrlich gestehen, ich wusste ja, was auf mich zukommt, aber wenn es dann reell vor euch liegt, dann seid ihr euch erst wirklich im Klaren, okay, entweder du packst es jetzt alles aus oder du packst es jetzt alles weg. Und für mich war irgendwie die Entscheidung dann da, als ich die Grundbox ausgepackt habe und mir die Minis angeschaut habe, da habe ich auch ein paar Fotos dann gemacht. Ja, Selçuk, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird nichts, das zockst du nicht in dem Ausmaße. Und dann habe ich gedacht, okay, dann stelle ich es mal kurz in die Gruppe rein. Hat sich auch gleich jemand gemeldet und es war weg. Kurz daraufhin habe ich mir die Standy-Version geholt und die ist auch direkt 2 Tage später auf den Tisch gekommen. In einer Dreierkonstellation. Ich habe auch extra nochmal bei BGG geguckt, weil normalerweise, ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass ich Area Control Spiele liebe und eigentlich spiele ich kein Area Control Spiel unter 3 Leuten, also unter 4 Leuten spiele ich normalerweise keine Area Control Spiele, weil ich sehe da irgendwie kein, weiß ich, es ist einfach nicht so dieses Gefühl von Competition. Wenn du zu dritt bist, dann da kannst du vielleicht sowas spielen wie, was weiß ich hier, wie war das nochmal hier, Brawl? Super Fantasy Brawl, kann man das auf dritt spielen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon. Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall
Spiele, denke ich mal, so ein bisschen Skirmisher oder so, das kannst du schon zu dritt spielen, aber dann bei so einem Spiel habe ich mir gedacht, nee, Alter, vor allem die Opulenz und so weiter. Ja, ich auf jeden Fall auf Boardgame Geek gegangen, habe gesehen, zu dritt empfohlen. Ich denke mir, okay, dann gehe ich das Risiko für mich ein und baller's eben zu dritt auf den Tisch. Wir haben gezockt die Nomads, die Kampfgruppe 03 und die Borlords. Die habe ich bewusst alle drei ausgewählt, weil auf allen drei die Stufe 1 stand, also am leichtesten zu zocken. Ich habe mir einfach gedacht, so ist so vielleicht ein bisschen das Balancing da, dass einfach jeder eine leichte Truppe hat. Ja, ich war ein bisschen fehl am Platz, weil ich war die Borlords und die anderen beiden waren halt absolute Abschlachtungsmaschinen. Das Blöde war halt auch dadurch, dass wenn ich die Borlords gespielt habe, ich sage euch mal kurz so ein bisschen die Charaktere, also die Nomads sind halt die Menschen. Mit den Menschen hast du halt so Art Waffen-Upgrades. Du kannst halt mit Leuten, wenn du in irgendwelche Areas ziehst, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Tsukuyomi ist jedem bekannt, dass es ein Area-Control-Spiel ist und dass man sich da gegenseitig ein bisschen abschlachten kann. Auf jeden Fall, mit den Nomads kannst du halt mit den Waffen dich upgraden und kannst irgendwo mit reingehen und kannst deinen Soldaten Waffen in die Hand geben und die sind dann dadurch stärker. So, dadurch haben die halt auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Kampfkraft und können richtig schön alles niedermähen. Die Kampfgruppe 03 besteht aus relativ wenig Personal. Ich würde sagen, ich glaube, es waren 5. Und es sind 5 absolut oberkrasse Transformers, die da durch die Gegend laufen. Und Transformers in dem Sinne, sie können sich nicht transformieren, aber es sind halt übelste Roboter und können da halt eben auch richtig schön die Leute niederwälzen. Und die Borlords sind so genmutierte Wildschweine. Die sind halt so ein bisschen diese Terraformer. Das heißt, die können, egal wo sie sind, können sie die Felder, die sie besetzen, entweder befestigen, also als Festung irgendwie aufwerten. Sie können ihre Lebenspunkte aufwerten auf diesen Feldern oder sie können Tunnel bauen, um irgendwie schneller voranzukommen. Das heißt, denen ihre Qualität ist es halt, viele Felder zu besetzen und diese versuchen zu halten. Ja. Das Spiel ging los, jeder ist so ein bisschen am Anfang am Abtasten gewesen. Ich ja direkt, komm, ich bin die Borlords, ich muss da direkt, los geht's, Alter, sofort, überall verteilt hin und her. Ja, die Jungs haben es mir dann auch gleich gezeigt, was passiert, wenn ich mich versuche, überall zu verteilen. Die haben mich einfach komplett niedergemäht, sodass ich mit einer einzigen Person noch da war und ich angefangen habe, Squeaker zu spawnen. Und Squeaker sind so kleine Ferkel, die da gespawnt werden. Das finde ich so schon allein mein Name. Es sind Squeaker, ne? Und ich dann die Squeaker gespawnt, die dann wieder aufgelevelt zu, wie haben sie sich die Boreas? Das waren Boreas. Wildschweine. Und die wurden wiederum wieder abgeschlachtet. Also das heißt, ich wurde halt ein bisschen eingekesselt. Das ist halt natürlich die Kehrseite eines Drei-Spieler-Spiels. Du hast halt meistens einen, der halt mehr abbekommt als die anderen. Trotzdem, es hat mega Bock gemacht. Was viele erzählen von Standys, man kann vielleicht die Werte nicht lesen, wenn der eine sein Standy irgendwie links rumstellt und der andere quer und so weiter und so fort. Aber trotzdem zehnmal besser als mit den Minis, ey. Wenn da jeder drauf achtet, wie er seine Standys hinstellt, das heißt immer in Guckrichtung sozusagen, dann kannst du alle lesen. Das Einzige, was uns passiert ist, ist, mein Kumpel hat seinen übelsten Super-Mac da stehen gehabt und vor ihm stand ein radioaktives Symbol. Das heißt, ich habe da auf dieses Feld ein radioaktives Symbol gesetzt und das hat er nicht gesehen, weil halt sein Steady davor stand. Da lag dann eben dieses Plättchen drauf und sein Steady stand genau davor. Und da hat er dann auch dann später gesagt, er wollte sowieso aus dem Feld rausziehen. Und hat dann nur gesagt, ey, what the fuck, wann hast du nur das Ding da hingelegt? Und ich so, ja, eine Runde davor. Und dann sagt er, Alter, die habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich gesagt, ja, sorry, ich habe gedacht, du hast darauf geachtet, wie ich gespielt habe. So, Kommunikation ist natürlich alles. Ich hätte vielleicht mit Ansage die ganze Sache platzieren sollen. Ist halt dann nicht passiert. Das kann, sage ich mal, bei der Sandy-Version passieren. Und aber ansonsten... Das kann aber bei der Miniatur genauso passieren, Junge. Das Spiel selbst, Tsukuyomi, hat mich absolut überzeugt. Ich bin mir noch nicht sicher, also meine Jungs waren auch überzeugt. Sie haben auch gesagt, ey, das müssen wir, wenn es soweit ist, dann auch mal zu viert zocken. Obwohl wir nur 3 Runden gezockt haben. Wir haben also sozusagen die Schnellversion gezockt, haben aber wirklich, ich glaube,
2,5 oder fast 3 Stunden haben wir dran gezockt. Also wir haben sehr, sehr viel Downtime gehabt, dadurch, dass wir uns auch relativ viel unterhalten haben und der eine hat dann versucht, irgendwie seine Rasse so perfekt zu spielen, wie es nur geht. Das heißt, wir haben es halt nicht hingerotzt, sondern wir haben halt wirklich versucht, das Spiel zu spielen und das Spiel irgendwie auch so ein bisschen deeper kennenzulernen und uns ein bisschen Strategien auszudenken. Hat halt mega Bock gemacht. Ich kann mir vorstellen, mit 4 Leuten kann das Ding richtig, richtig fetzen und vor allem, ja, ich würde, glaube ich, bei 3 Runden bleiben, weil auch meine Gruppe ist nicht so affin dafür, dass wir irgendwie lange Spiele zocken, sondern die wollen es halt so kompakt wie möglich haben. Aber das ist halt möglich. Das ist dadurch, dass du halt die Runden skalieren kannst, so wie du möchtest, und die Siegbedingungen trotzdem gleich bleiben und du sowieso allgemein in dem Spiel relativ wenig Siegpunkte machst und die sind sehr, sehr überschaubar. Ja, die Regeln. Wie viele Runden Leute, die, normale Version? Also 4 Runden normal, 3 Runden schnell und 5 Runden episch. Ah, okay. Und du musst dir einfach vorstellen, in jeder Runde spielst du separat nochmal bis zu 4 Runden intern. Das heißt, du spielst über eine weiße Phase. Wenn du dementsprechend die Farben auf deiner Karte hast, spielst du eine rote Phase, eine grüne Phase oder eine blaue Phase. So. Also bis zu 4 Runden spielst du pro Runde. Mhm. Ja, war auf jeden Fall richtig cool. Die Onis als neutrale Fraktion fand ich extrem interessant. Man kann sich so richtig schön in die Suppe spucken. Auch wenn man auf der anderen Seite der Map ist, kann man einen Oni irgendwo mit reinschicken und einem richtig schön in die Suppe versalzen. Hat auch richtig Bock gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich allgemein nicht so ein Fan bin von irgendwelchen Bots, die ich da durch die Gegend schicke. Aber absolut geil. Ja, um jetzt mal nochmal zurückzukommen auf diesen Shitstorm. Ich hab das nur, gar nicht mitbekommen. Also sag mal, erzähl mal. Komplett. Ich habe jetzt nur bei hier Sarah Malt ist auch hier, erstmal Gruß raus, hat ja dann auch irgendwie ein Video gemacht und hat dann irgendwie gezeigt, als sie alles ausgepackt hat, wie bei ihr das Zeug aussah. Ich habe jetzt bei mir nichts gemerkt, was jetzt bei mir schlecht aussah oder so. Ich habe es halt nur ausgepackt, habe die Fotos gemacht, habe es wieder eingepackt und dann war halt die Überlegung da, dass ich es nicht brauche in der großen Plastikopulenz so. Und dann habe ich halt gehört, ja, bei manchen sind die Plastikminiaturen irgendwie nicht so gerade oder irgendwie futsch. Bei dem einen ist, was gibt es denn da noch für Beschwerden? Ich meine, die Leute. Füße und dann fehlt ein Arm irgendwo und. Ja, what the fuck, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Grey Fox Games gerade schon ganz schön unter Beschuss. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, wenn es euch nur um das Spiel geht. Ich fand die Playmat geil, ich hätte sie am liebsten behalten, auch wenn sie überdimensioniert ist für die Standardversion, also die Playmat, beziehungsweise die ganzen Tiles von der Miniaturversion sind ja größer, aber die Playmat hätte ich sehr, sehr gerne behalten, aber hätte halt nicht gepasst, weil die Tiles halt zu groß sind, oder beziehungsweise die von der normalen Version zu klein, aber es ist halt geil, weil man dadurch eine Ausrichtung hat auf seinem Tisch, weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn du anfängst, das Spiel aufzubauen und du merkst, oh, what the fuck, Alter, ich habe ein bisschen zu weit nach links gebaut und kommst nicht mehr auf die rechte Seite vom Tisch an und eigentlich sitzt da aber jemand, dann musst du anfangen, den Spielplan ein bisschen rüber zu schieben, dann verteilst du eben wieder alles und musst da wieder alles neu aufbauen. Ist halt scheiße beim modularen Spielplan. Aber obwohl es eigentlich was war, wo ich nicht gut fand mit dem modularen Spielplan, es gehört halt zum Spiel dazu, weil man im Spiel selbst manchmal Teils vertauschen kann, man kann neue Teils mit reinbringen ins Spiel. Das gehört halt mit in das Spielprinzip, deswegen ist es halt komplett modular. Ey, was ich gerade lese, ist der größte Abfucker. Und zwar hat ja einer geschrieben, wenn du nur das Miniatur-Update dir gekauft hast, weil du schon das Grundspiel hast und den ganzen Kram, dann kommt das in keiner extra Umverpackung. Das heißt, du kriegst nicht wie bei zum Beispiel Anna Crony nochmal so schön so eine Box oder so für deine Miniaturen. Nee, das kam wohl einfach in so schwarzen Plastiktrays. Dann denkst du auch, Alter, was denn, fuck, Mann. Dann kannst du die Kacke passt auf gar keinen Fall in deine Tsukuyomi Grundbox rein, weil diese Standy-Version hat eine viel kleinere Schachtel. Dann kriegst du einfach so 4 so Plastiktrays, wie ihr das kennt, in eurem scheiß Zombie-Site oder so irgendwelche Sortierboxen. Junge, boah, da würde ich richtig, da würde da würden alle meine Zwangsneurosen gleichzeitig finden, Alter. Ja, ja. Nee, aber ich bin ja sowieso, also bei solchen Sachen bin ich sowieso der Verfechter von, packt alle Miniaturen in Plastikbags, sorry, auch wenn es hardcore klingt, aber wenn ihr sie nicht bemalt, Alter, Miniaturen, die gehen nicht einfach so kaputt.
in den Plastik. Wie früher mit Lego, Alter. Ich früher beim Lego bauen. Kennt das, wenn ihr irgendwie ganzen Lego auf die Decke gemacht habt und dann habt ihr dahinter einfach so das Lego zurück in eine Kiste gekippt? So habe ich das auch mit meinem Reichbusters gemacht. Ich habe die ganzen Trays rausgeschmissen, habe einfach alle Miniaturen in eine Box geknallt, weil ich mir dachte, ey, ich habe einfach keinen Bock, neben dem Brett irgendwie jedes Mal fünf verschiedene Trays zu haben, Alter. Und da du das ja wahrscheinlich eh nie wieder zocken wirst, kann das auch ruhig so chaotisch in dem Karton bleiben. Ja, genau. Daniel, ich werde auf jeden Fall öfter spielen als du. Ach, egal, ich habe keine Energie zu. Oh, da. Und auch keine Leitung dafür. Ich würde tatsächlich gern eine Wette abschließen. Das schlage ich locker. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, du Spasti. Natürlich weiß ich, was du sagen wolltest. Du bist so berechenbar. Okay, dann hau raus. Ich bin ehrlich, wenn du recht hast. Okay, was wollte ich droppen? Du wolltest natürlich sagen, du wirst das definitiv öfter zocken, als ich das Primal zocke. Ja, genau. Und hab ich beim Nachdenken habe ich gewusst, okay, schaffe ich eh nicht und habe dann die Schnauze gehalten. Ja, besser ist. Ja, ansonsten, Leute, ich denke, das Tsukuyomi-Thema wäre damit durch. Kauft euch auf jeden Fall die Standy-Version, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr einfach nur das Spiel shoppen wollt. Ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor, als ich dieses Spiel schon 2018 backen. Das heißt, mein erster Kickstarter wäre ich 2018 gewesen. Aber ist halt nicht zustande gekommen, weil ich mir unsicher war und wusste nicht, was das drauf wird. Ach so, was ich aber trotzdem kacke finde, und das muss ich jetzt einfach noch mal sagen, auch wenn es eigentlich nicht juckt und wenn man da ein bisschen locker damit umgeht, dann ist es nicht schlimm, aber es ist immer noch, trotz der aktuellsten Version, der Standy-Version, man reißt immer noch die Standys komplett kaputt, wenn man die da reintut. Und ich klipse die Dinger nicht weg, das ist mir zu blöd. Ich habe gedacht, die hätten das eventuell nach dem ganzen nach den ganzen Beschwerden hätten sie es vielleicht. Es geht gar nicht, wenn du da die reinsteckst und dann gehen deine Token da kaputt, Alter. Das geht gar schade, nicht. Schade. Gar nicht. Das ist doch genauso wie bei The Dwellings of Elderville, wenn ihr da quasi in diese Boards reinkennt. Dann machst du so quasi schon, wie diese Ecken von einem Papa eingedrückt, weil der zieht das schon kaputt geht. Ansonsten, ich habe einen kleinen Shoutout über Instagram. Denise und Oliver haben mir privat geschrieben und haben mir gesagt, Seljuk, du musst dir unbedingt diesen Klassiker holen. Und ich denke mir, was für ein Klassiker? Dann sagen sie, guck dir mal Löwenherz an. Und ich gucke mir das Spiel an. Ernst? Und Boys, Alter, ich habe echt selten ein hässliches Spiel gesehen, also so ein hässliges Spiel gesehen. Und ich habe es aber als meine persönliche... Ist doch 30 Jahre alt, oder? Ich weiß nicht, von wann es ist genau. Es ist uralt, auf jeden Fall. Soll aber sowas von auf die Fresse sein. Und ich habe gesagt, komm, für 8 Euro ziehst du es dir halt. Ist halt mega, mega günstig gewesen. Ich habe es mir jetzt einfach gezogen. Mal gucken, wie es ist. Ich gebe jedem alten Spiel eine Chance. Dann habe ich mir Grab dich frei, beziehungsweise Dig Your Way Out, das, was ihr schon gezockt habt, habe ich mir geholt, weil ich es einfach thematisch mega geil finde. Und ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich ein lockerer Zock werden mit meinen Jungs. Deswegen habe ich Bock drauf gehabt. Aussitzen, ne? Das ist wie in der Grundschule bei dir damals. Da wurde auf dem Schulhof auch mit Zigaretten bezahlt. Das ist gerade, weil deine ganzen Ist so. Und was ich mir noch geholt habe, ist aber noch nicht angekommen. Haltet euch fest, es ist ein Knizia. Endlich mal wieder. Es ist, ja, ich weiß, ey, sorry. Erstmal, Bro, geht raus. Ja, ich weiß. Ist so, Alter. Hier, Shoutout geht raus an Rainer Knizia, Alter. Sorry, Alter, Bro. Ich hatte letzte Zeit viel zu tun. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, deine Games anzuschauen, aber jetzt habe ich mir mal wieder was geholt. Und ich habe mir natürlich ein Spiel geholt von 1997. Ehrenmann. Damit so auch mal da wieder. Ja. 1997 heißt das Spiel. Nein, so heißt es nicht. Es ist ja gerade im Moment wieder so ein bisschen reiner Time. Es ist ja Equinox rausgekommen. Es ist reiner. In welchem Universum ist reiner Time, bitteschön? In unserem, Alter. In unserem, wie sagst du dir? Es ist auf jeden Fall reiner Time. Und er hat ja dieses Equinox rausgehauen. Das hat ja die zwei Artworks. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Eins ist so ein Hirsch und das andere ist so ein irgendwie so ein Moosmensch. Sieht richtig, richtig heftig aus, die Artworks, aber... Junge. Ja, guck dir mal die Artworks an. Gib mal Equinox ein und guck dir mal die Artworks an. Sieht richtig fett aus. Ein Knizia-Gamer. Kriege ich da irgendwelche komischen Werbung immer bei Instagram zugespielt. So, ja, da kann man auch mal drüber reden. Ich hab mir Equinox auf jeden Fall angeschaut, weil ich gehört habe, es soll eine Reinkarnation, Reproduktion, wie auch immer, von einem alten Spiel sein.
Und dieses, es ist halt ein Beatspiel mit einem, wie soll ich sagen, du deckst halt 8 verschiedene Monster auf und die begeben sich in so eine Art Battle. Das heißt, diese Monster sind dann, haben jeweils 10 bzw. 11 Karten, die gehen von 0 bis 10. Und mit diesen 11 Karten versuchst du diese Monster bis zum Ende dieses Battles zu bringen. Das heißt, du hast 5 Runden und jede Runde hast du die Möglichkeit, eine Karte zu spielen, das heißt, eine Zahl auf ein Monster zu spielen, oder du bietest auf einem Monster, umso früher du auf ein Monster bietest, umso mehr Siegpunkte bekommst du, wenn dieses Monster das Finale erreicht. Wenn dieses Monster das Finale nicht erreicht, bekommst du 0 Siegpunkte. Und du kannst die Spezialfähigkeiten von diesem Monster eben benutzen. Die sind halt verschiedene Spezialfähigkeiten, keine Ahnung, zieh 3 neue Karten, was auch immer. Und ich habe es mir auf jeden Fall angeschaut und das ist so ein bisschen auf, ich finde so ein bisschen auf Fantastische Tierwelten von Harry Potter angelehnt oder sowas. Es ist auf jeden Fall so mit einer Eule und mit diesem Moosmenschen und ein Elch. Und ich dachte mir so, ja, sieht süß aus und ja, aber das außer diesem Spielprinzip hat mich nichts daran irgendwie gejuckt. Und da habe ich halt mitbekommen, ha, warte mal kurz, da gibt es noch ein älteres Spiel dazu. Und dann gucke ich mir die ältere Version an und die heißt Colossal Arena. Und guckt ihr euch Colossal Arena an, dann habt ihr halt Old-School-Fantasy-Style, ein Drachen, ein Ork, ein was weiß ich, also die sind halt richtig düster gezeichnet. Und es ist dasselbe Spiel, nur mit einem, sag ich mal, etwas minderen, ja, minderer Qualitätsstufe, sag ich mal. Aber ob ich jetzt 34 Euro für ein Spiel zahle, wo mir das Artwork nicht gefällt, oder 7 Euro für ein Spiel zahle, wo mir das Artwork gefällt und das Spiel ist das gleiche, sind halt 2 verschiedene Paar Schuhe und ich habe es mir für 7 Euro gezogen. Und es kommt bald an. Es ist halt ein kleines Spiel. Es ist halt klein. Boah, hey, warte mal kurz. 8 Euro hier Spiel, 7 Euro da Spiel, 6 Euro hier Spiel. Ja, es geht doch dabei. Es geht doch dabei nicht. Junge, guck mal, für 7 Euro, für 8 Euro. Der Versand kann man kostet mehr wie die Spiele, die du kaufst. 20, ja. Chat hat schon geschrieben, 20 Euro für 10 Spiele wie ein Eimer Apfelsinen. Ja. Was ich euch nur damit sagen will, ist, Christian, sind halt günstige Experimente. Wenn die Spiele scheiße sind, dann kann ich sie sogar wegschmeißen und es tut mir nicht weh. Weißt du, was ich meine? Da muss ich die nicht weiterverkaufen. So. Alles cool. Oder beziehungsweise ich... Moment, du kritisierst Leute, die bei Kickstarter Spiele kaufen mit der Option, sie eventuell weiter zu verkaufen, aber kaufst selber Spiele mit der Option, sie einfach wegzuschmeißen? Ey, pass auf, das Geile ist... Ich würde wieder verlosen, würde ich sagen. Ich würde verlosen. Pass auf. Die Community oder Leute rasten aus, weil die sagen, wie kann man denn sowas wie hier Exit-Spiele spielen, die spielt man einmal und schmeißt die weg? Der Selchuk kauft sich richtige Spiele, spielt die einmal und schmeißt die weg. Mach ich aber nicht, Alter. Das war jetzt einfach nur so gesagt, Alter. Ich hab gesagt, für 8 Euro könnte ich sie sogar wegschmeißen. Aber ich würde sie natürlich der Community sponsern und verlosen. Das jetzt aber mindestens. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, ihr wisst selber, das Spiel ist von Knizia, das wird mir gefallen. Das Ding wird komplett abreißen. Und danach sehen wir die nächste Welle wieder, Alter. Ich glaube, auf jeden Fall mal irgendwann muss man ein richtig geiles Interview geben. Gesellschaft ganz alleine mit Rainer Knizia. Und dann die 10 Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte, Rainer. Ich sag's dir ehrlich, Bruder. Also gib uns 3 Minuten. Der Corona-Abstand ist nicht mehr da, Alter. Wir liegen uns in den Armen und weinen. Wir werden emotional. Beziehungsweise ich sitze auf seinem Schoß in Fötusstellung und himmel ihn an. Ich glaube, Rainer möchte nicht damit in Verbindung gebracht werden, dass du auf seinem Schuss sitzt. Das können wir jetzt hier und heute nicht ausdiskutieren und auch nicht final klären, glaube ich. Nee, aber Leute, ganz ehrlich, Rainer hat uns das, wir haben jetzt schon mal Rainer eingeladen. Er hat ja gesagt, er hat da gar keinen Bock drauf oder hat einfach Stefan abgesagt oder seine. Er hat gar nichts gesagt. Seine Managerin oder wer auch immer, seinen Verlag oder wer auch immer, hat da uns abgesagt. Und bei anderen war er halt vor Ort und hat denen halt Interviews gegeben, hat halt Pech. Dann muss ich ihn halt weiter stalken. Yes. Aber irgendwann wird auch er sich besinnen auf dich. Und auf dich nochmal zurückkommen, Selçuk. Ich sag's ehrlich, es gibt nicht viele Leute, die mehr Expertise haben für Rainer Knizia-Spiele mit so einer Reichweite wie dich, sag ich jetzt mal. Ja, meinst immer gerne einen Hut erstmal ab vor mir selbst, ja. Alter? Ich dachte mir, dass ich gesagt habe. Über alle Rainer-Epochen hinweg. Also von Beginn des Schaffens bis heute. Ich stelle mal eine Theorie auf. Vielleicht ist es ja mit Rainer Knizia so, wie mit einem Musiker,
der extra scheiß Musik macht für seinen Geschmack, weil sie sich besser verkauft. Weißt du, wie so ein beispielsweise so ein klassischer Musikproduzent, er macht lieber Schlager, weil er damit viel mehr Geld verdienen kann. Aber eigentlich hasst er die Musik und eigentlich verurteilt er auch jeden, der diese Musik kauft und weswegen er Geld hat. Und vielleicht ist Rainer so, auch so. Vielleicht hasst Rainer seine eigenen Spiele sogar und eigentlich kann er auch keinen ernst nehmen, der seine Spiele spielt. Und du spielst sie sogar alles, Selçuk. Vielleicht, ich glaube, wahrscheinlich verachtet Rainer Knizia ja keinen Menschen auf diesem Planeten mehr wie dich, Selçuk. Wir machen mal Special. Wenn Selçuk wirklich mal 10 Knizias, sobald du das erste 10 Knizias gezockt hast, ranken wir diese 10 Knizias gegeneinander. Dann machen wir Top 10 Knizia-Video. Digga, und schon, Alter. Ja. Digga, da können wir Top 50 Rainer Knizia machen. Nein. Ich weiß nicht, ob ich 10 Stück gezockt habe. Aber dann müssen wir ein kleines Special machen, damit Rainer ein bisschen aufwacht und das auch mal sieht. Weißt du, dann verlinken wir ihn. Nee, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin jetzt aber inzwischen bin ich ja eingeschnappt, deswegen ich weiß nicht, ob da noch mal eine Kooperation entsteht, aber wenn er mich anrufen würde, würde ich wahrscheinlich angehen. Ich habe Oh Mann, Rainer ruft an und mein kompletter Arm ist so von oben bis unten komplett voller Schweiß. Ja. Hallo? Vor allem hat ihn noch schon die ganze Zeit gestalkt bei WhatsApp immer nur, hallo. Hallo Rainer. 10 Minuten später. Hallo Rainer. 6. Nachricht. Arschloch. Weißt du? Ich glaube, Rainer redet mit keinem, der online auch mal das Wort Pimmel in den Mund nimmt oder so. Ja. Also, da ist Rainer. Nee, ich glaube, ich muss euch ehrlich was sagen. Ich glaube, ich möchte ihm, also ernsthaft jetzt, ich möchte ihm niemals begegnen, glaube ich, weil ich glaube, dann wird die Illusion kaputt gehen, wenn ich mich mit ihm nicht verstehe, dann will ich kein Spiel mehr von ihm spielen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es um Spiele geht, Alter, und um Mechaniken an sich, schafft es dieser Typ einfach, das Ding auf die Essenz runterzubrechen und so flockig spielen zu lassen, dass es trotzdem strategisch ist. Und das schaffen halt nicht viele Autoren so gut wie er, Alter. Das ist halt seine Expertise. Aber er hat auch 60 Jahre Zeit gehabt, ne, sich zu beweisen. 160. Ja. Ist so. Ist 160. Er ist auch so eine Hexe wahrscheinlich. Das war die Reinkarnation, von der Selçuk eben gesprochen hat. Ich sammle Knizia-Spiele. Wie viel hast du schon? 2. Ja, genau, beste Leben. Oh, schon. Daniel, du hast doch gar nichts gesagt. Hast du auch irgendwas gezockt? Ja, ich habe tatsächlich auch was gezockt die letzten 2 Wochen. Es ist was eingezogen und ich habe auch was gezockt. Ich habe nämlich, den Namen muss ich leider ablesen, Tavan Tinsuyu habe ich gezockt. Mhm. Genau, richtig. Ein weiteres Spiel aus der T-Reihe nach Teotihuacan, Tekkenu, Zolkin und Trismegistus, die mir ja eigentlich alle bisher gut gefallen haben. Also auch Trismegistus, muss ich sagen, trotz der katastrophalen Regel und der Ikonografie aus der Hölle, die Grundmechaniken sind auf jeden Fall sehr interessant. Es ist kein schlechtes Spiel. Hast du gerade auch gesagt, dass du es gezockt hast? Ich habe es komplett vergessen, ob du es schon mal gespielt hast. Habe ich, ja. Okay, cool. Sorry, ja, du hast gerade wieder Standbild, deswegen wusste ich jetzt nicht genau, was da kommt. Okay, und jetzt habe ich das halt gezockt und kam auf den Tisch und wir sind im Inka-Reich und wollen unser Volk zu neuer Größe und Ansehen bringen. Wieder mal. Genau, das habe ich gerade auch gesagt. Wie die letzten 7 Mal auch. Wie die letzten auch. Dazu haben wir einen riesengroßen Sonnentempel, der einen Großteil des Spielbretts ausmacht. Und auf diesem Sonnentempel findet halt auch das Leben unseres Volkes statt. Und wir müssen handeln, Nahrung anbauen, Gebäude bauen, alles, was man so kennt, andere Regionen erobern. Aber klingt alles sehr nach Hausmannskost, Standardware, aber dieses Spiel hat einen richtig, richtig guten Kniff, muss ich sagen. Und mir hat es wirklich extrem gut gefallen, weil dieser Worker-Placer-Mechanismus wirklich clever gelöst ist. Das ist ein richtiger Hirnzwirbler und das sind ja sowieso so Dinger, die zocke ich unglaublich gerne. Und zwar platziert man seine Arbeiter immer auf diesen verschiedenen Ebenen dieses Sonnentempels. Und zwar sind da ganz viele Symbole angeordnet und um jedes Symbol sind immer 3 Aktionsfelder. Und dann hat man Götterkarten auf der Hand und spielt dann eine passende Götterkarte, kann seinen Arbeiter auf dieses Symbol stellen. Und je nachdem, welche Platzierungsregel gerade greift, darf ich unterschiedlich viele Aktionen machen oder häufig diese Aktionen machen. Dann muss man gleichzeitig noch
natürlich seine Arbeiter bezahlen. Das hängt dann auch wieder von der Position dieser Arbeiter ab. Wie hoch auf der Pyramide oder wie hoch auf dem Tempel sind die platziert? Sind sie weiter unten? Ist es teurer? Weil die müssen natürlich mit ihren Waren einen weiteren Weg zurücklegen bis nach oben. Und das ist wirklich richtig, richtig gut gelöst, weil du mit einem einzigen Zug, mit einem einzelnen Arbeiter hast du so viele Möglichkeiten und musst immer überlegen, wie kann ich den jetzt am besten positionieren, um möglichst viele von diesen Aktionen halt machen zu können. Die Arbeiter haben alle noch unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt Priester, es gibt Krieger, es gibt Boten. Die haben unterschiedliche Farben. Und je nachdem, welchen Arbeiter du platzierst, welche Arbeiter benachbart sind, auf welcher Ebene dieses Tempels du die platzierst, alles beeinflusst irgendwie die Anzahl deiner Aktionsmöglichkeiten. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch so ein Mechanismus, dass man selber quasi beeinflussen kann, wann ist eine Runde zu Ende, wann findet eine Wertung statt und wann ist das Spiel zu Ende. Also das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Ding, muss ich sagen. Hältst du noch ein Spiel für Seldschuk an? Seldschuk ist das zu komplex. Ich hab das Ding aber auch noch hier nur eingeschweißt, noch nicht auf den Tisch gekriegt. Ja, pack's mal aus. Also wie gesagt, es ist wirklich, ich muss sagen, es hat natürlich aufgrund, weil es ist echt so ein Hirnsverlust. Du sitzt da mit deinem Arbeiter und denkst dir, okay, jetzt habe ich hier einen Krieger, wenn ich den da hinstelle, kann ich ein anderes Männchen wegnehmen, dann kann ich eine Aktion auslösen, aber wenn ich den da hinstelle, kann ich drei Aktionen auslösen, dann kannst du irgendwie mit deinem Priester, der steht oben auf dem Tempel, mit dem kannst du dann auch noch rumlaufen und kannst irgendwie mächtigere Aktionen auslösen. Davon profitieren aber wieder die anderen, weil die dann parallel auch so eine abgespeckte Aktion davon auslösen können. Und du sitzt dann da immer und versuchst irgendwie, also Minimum machst du eine Aktion von den möglichen dreien, die du auslösen kannst. Und maximal, wenn du es richtig gut machst, kannst du halt 5 bis 6 Aktionen dann auslösen. Aber es dauert halt. Also ich habe mich schon gefragt, zu viert kann das Ding echt eine ordentliche Downtime haben, weil du jedes Mal am Grübeln bist, wie kann ich denn jetzt hier meinen Arbeiter am besten platzieren? Gibt noch andere Elemente, kannst Götterstatuen bauen, Gebäude bauen und alles ist wieder miteinander verzahnt, wie man das halt so kennt. Aber ich finde es richtig clever und elegant gelöst und weil du wirklich bei jedem Zug das Gefühl hast, das ist eine Herausforderung, das Optimum rauszuholen aus den Möglichkeiten, die sich mir da gerade bieten. Okay. Wie kommt man eigentlich auf diese Namen? Tsuyu, das ist wahrscheinlich irgendwie Ich frage mich halt, wenn man Spiele verkaufen will, dann muss man sich doch auch irgendwie Namen ausdenken oder Namen geben, wo dann jeder sofort sagt, so, ah ja, das Spiel ist mega cool, Alter. Aber wenn du erzählen kannst, wie das Ding hieß. Ja, ja. Ja, bin ich auch total schlecht gelöst, ganz im Ernst. Muss nicht sein. Aber denn Daniel das erklärt, bin ich natürlich sehr gerne dabei. Also ich würde auch glatt darauf tippen, dass dir das gefällt. Also okay, auf jeden Fall deutlich besser als Primal. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? So, jetzt, wenn jetzt, ich bin da überhaupt nicht im Bild, deswegen frage ich jetzt wirklich ganz doof und das ist auch mein Ernst. Jetzt Montag dürfen wir auch Tätowierer und sowas wieder aufmachen und allen Kram und wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Beschränkungen, mit Privatzocken und so? Geht das jetzt wieder zu dritt? Keine Ahnung, Digga, weiß ich nicht. Mann. Ist aber auch eigentlich irrelevant. Können wir endlich wieder darüber reden, dass wir uns auch mit 5, 6 Mann getroffen haben oder geht das nicht? Und dann bis die Polizei kam, weil wir uns im Keller versteckt hatten. Ich sag nur Bremer Keller, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe auch keine Ahnung, wann die das jetzt Aufzeichnung hören. Dann ist das schon wieder was anderes. Das ändert sich ja jetzt irgendwie alles immer. Mal abwarten. Ja, 5 Personen, 2 Haushalte, das heißt, für mich wird sich nichts ändern. Okay. Ja. So, weiter geht's, Leute. Habt ihr noch was? Ja, ich kann auch einen hinterher dranhängen. Sonst haben wir einen Downer. Was für ein Downer? Nee, irgendwie, das passt hier gerade gar nicht so rein eigentlich. Seit Wochen will ich schon darüber reden, aber es passt einfach nicht rein gerade. Irgendwie, ich bin gerade so euphorisch, weil ich euch kleine Fratze hier sehe, dass es irgendwie gerade nicht reinpasst. Ich habe mich gestern mit Chris schon geschrieben, ich habe mir die Demo von Outlanders für die PlayStation. Outriders, Bro. Sorry, Outriders? Sicher? Ja, ich glaube schon. Ja, tatsächlich Outriders runtergeladen. Habe ich zufällig nur entdeckt. Ist so ein Koop-Loot-Shooter, der im April rauskommt. Habe mir das einfach mal runtergeladen, ein bisschen reingeguckt. Sieht eigentlich ganz nice aus.
Chris meinte auch schon, er hätte das irgendwie schon ein bisschen, ein paar Stündchen jetzt mal gezockt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Kann da jetzt aber noch nicht so viel zu sagen, außer das Gameplay macht auf jeden Fall Laune, muss ich sagen. Ich zock gerade, habe ich irgendwie entdeckt, ein Game, das heißt Cardpocalypse. Cardpocalypse. Und du spielst irgendwie so ein Mädchen im Rollstuhl, die kommt auf eine neue Schule. Und da spielen alle Kinder halt irgendein Kartenspiel. Das ist halt Cardpocalypse. Und du, ja, du zockst dann dagegen den Kindern auf dem Schulhof und musst dir deine Decks aufbauen und so. Und ist so ein ziemlich easy Card-Game, aber ist auf jeden Fall ganz, macht Laune. Keine Ahnung, wie langzeitmotivierend das ist, aber ja. Ah, und ich habe heute gesehen, bei PlayStation Plus gibt es diesen Monat Final Fantasy VII, das Remake. Habe ich mir natürlich mal, weil ich habe bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit Final Fantasy. Und wenn es das jetzt mal für lau gibt, werde ich auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Soll ja das Beste sein, das Siebener, oder nicht? Ja, ja, deswegen. Ja, ja. Tim verlegt die Dinger, Alter. Ihr müsst Tim fragen, Mann. Jetzt allerdings, ich kann es ja nochmal anhauen. So. Ich muss einfach sagen, Leute, so, ich habe halt, ist halt ein bisschen schwierigeres Thema, aber ich wollte einfach mal drüber reden, weil irgendwie wir lassen euch ja irgendwie hier als Community und als Hörer lassen wir euch irgendwie auch immer an allem teilhaben. Und deswegen gibt es halt nicht immer nur Ups, ne, über die man reden kann, sondern zwischendurch sind es auch mal ein paar Downs, über die man redet. Und gerade so ein paar Ereignisse von Leuten auch aus der Social-Media-Welt, die ich gerade gesehen habe, die bringen mich jetzt auch nochmal dazu zu reden. Und zwar, ich muss ehrlich sein, und zwar, ich habe immer so gedacht, dass so nach einem ganzen Jahr, in Anführungsstrichen, grob Lockdown kam und so, dass mich diese ganze Lockdown-Scheiße und dieses Ganze nicht mehr spielen können und irgendwie dieses Ganze irgendwie, ach, man kann nicht mehr essen gehen, man kann nicht mehr dies, man kann nicht mehr das, man kann sein Leben nicht mehr so leben, wie man es vorher kannte. Ich habe immer gedacht, so, ich stecke das halt ganz gut weg, so, weil ich denke mal, ja, es meckern auf hohem Niveau und allem drum und dran. Wir hängen ja auch alle im selben Boot. Ich muss aber einfach ehrlich sagen, dass jetzt so nach einem Jahr, bei mir, es bröckelt so langsam die Fassade. Und ich war die letzten Wochen, musste ich die ganze Zeit kämpfen, nicht in ein scheiß Loch zu fallen und richtig krass depressiv zu werden. Ich muss echt sagen, dass ich mit mir richtig gerungen habe. Ich habe mich zu nichts mehr hochgerafft bekommen. Ich kriege mich nicht mehr hochgerafft, wirklich zu zocken. Weder irgendwie richtig digital noch analog. Ich kriege mich nicht mehr irgendwie, ist mir schwer gefallen, überhaupt Mucke zu machen oder irgendwie ein Brettspiel fahren zu, hier Fahrrad fahren zu gehen. Und Alter, das war jetzt letzte Woche sogar einmal so krass, wirklich so krass, dass ich, Alter, ich war auf dem Weg nach Hause, ich war Mountainbike fahren, Junge, und ich hatte einfach keine Kraft mehr, dieses scheiß Fahrrad mit meinen Beinen anzutreiben, Alter, und hab das einfach nur das Fahrrad geschoben, die letzten 3 Kilometer. Und ich war die ganze Zeit einfach nervlich am Ende. So, ich kann einfach nur sagen, dass so langsam, und es ist nichts anderes großartig passiert, was irgendwie mein Leben irgendwie krass beeinträchtigt. Ich habe nicht großartig Stress auf meinem Job gerade. Ich habe ja, ihr kennt das alle so. Wir haben alle gerade Beziehungen, sind nicht so einfach. Lockdown, es ist, jeder hat irgendwie seine Scheiße. Natürlich streiten wir auch hier. Aber es ist auch nicht so, als ob das irgendwie richtig krass viel geworden ist. Aber ich muss sagen, mir geht diese ganze Scheiße einfach an der Existenz. Und ich bin jetzt auf jeden Fall nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ey, pass auf, ich brauche eine Therapie oder so. Und ich habe ja schon mal eine Therapie gehabt, weil ich Panikattacken und so einen Kram hatte. Und Burnout-Probleme. Ich kann aber einfach sagen, Leute, ich will jedem hier einfach mal den Tipp geben, jeder, der irgendwie gerade echt Probleme hat mit seiner aktuellen Lebenssituation, ist, warum auch immer. Und auch wenn man sich denkt, boah, nee, ich brauche keine Therapie oder ich will keine Therapie machen, ich kann nur sagen, dass jeden, den ich kenne, der eine gemacht hat und auch ich selber, dass das mega krass hilft und dass man mit sowas nicht so lange warten sollte, weil dann wird der Berg, der Eisberg wird immer größer, das ist halt wie mit Schulden. Jetzt gerade jetzt einer meiner Lieblingsbands mit ist Dies Nuts, da hat der Bassist hat sich jetzt auch umgebracht, irgendwie vor 2 Wochen irgendwie hat Selbstmord begangen wegen Depressionen und so. Und das sind so Sachen, Alter, ey, jeder muss auf mal gucken, dass er über seine Probleme redet und versucht nicht Scheiße runterzuschlucken und das mit euch selber auszumachen, sondern sucht euch Freunde oder Familie, mit denen ihr darüber redet, geht zur Therapie ja, keine Ahnung. Ich will halt sagen, wir sitzen alle im selben Boot. Bei jedem ist gerade vielleicht ein bisschen viel Scheiße zu Hause. Eure Kinder hängen nur zu Hause, können nicht zur Schule gehen. Es ist Stress, alles irgendwie. Keine Ahnung, Alter. Es ist halt einfach gerade nicht einfach. Und ich wollte einfach mal sagen, Bescheid sagen, mir geht's psychisch momentan echt nicht so gut. So, ich habe auch ein paar Mal schon im Chat gelesen, boah, Chris, du siehst voll kacke aus. Und ja, mir geht's momentan auch echt nicht so gut. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir hier zu viert gemeinsam 3x die Woche sitzen, weil das hilft mir auf jeden Fall. Ne? Ja, Digga, André sagt ja, dafür ist der Laden auch hier, Mann. Und wenn einem was auf der Seele brennt, Mann, und man das einfach mal ein bisschen raushauen will, dann kann man das durchaus. Ja, aber ich kann das nur zu gut verstehen. Ich meine, ich habe euch das ja auch schon
häufiger mal gesagt und mir ist dieses ganze Thema ja auch nicht fremd. Ist leider immer noch ein Tabuthema, oft. Richtig behindert. Sowas, was denn, Depressivität oder was? Ja. Psychische Erkrankung generell. Also. Psychische Erkrankung heißt das generell. Depressivität? Nee, Depression einfach. Depression. Aber gut, das könnte man eine eigene Folge draus machen aus dem ganzen Thema. Aber grundsätzlich finde ich, hast du auch recht, auch wenn ich für viele Sachen Verständnis habe und das auch alles mitgehe, merkt man wirklich langsam, dass einem das an die Substanz geht und trotz, obwohl man sich online sehen kann und alles Mögliche, ist das einfach noch was anderes und man hat irgendwie das Gefühl, man hockt so hier in seiner Kapsel und geht halt morgens aus dem Haus, fährt dann arbeiten, sieht da auch einen Großteil der Leute nur noch irgendwie auf seinem Bildschirm über Teams oder was weiß ich, was die Leute da so für Tools nutzen und dann fährst du halt irgendwann wieder nach Hause und am Wochenende hast du auch nicht mehr das Gefühl, dass du großartig was machst. Nee. Klar geht man mal raus jetzt und das tut auch immer gut, wenn man draußen unterwegs ist, aber trotzdem dieses Gefühl, dass irgendwas fehlt, das ist echt die letzten Wochen größer geworden. Das stimmt. Mein Wecker geht morgens um 7. Theoretisch würde ich dann um 8 das Haus verlassen zum Arbeiten gehen. Ich liege teilweise, weil wenn man weg um 7 geht, liege ich teilweise noch bis 8:30 oder so. Ich liege einfach 90 Minuten da, wie gelähmt, weil ich einfach mir denke, Alter, ich habe keinen Bock gerade raus. Ey, weißt du, ich verdiene gutes Geld, mein Job ist echt nicht schlecht so. Ich kriege aber momentan einfach meinen Arsch nicht mehr hoch, Alter. Zu nichts, was wichtig ist. Alles, was die kleinste Pisse, und sei es, es dauert 15 Minuten, ich schieb sie einfach auf, weil ich keine Energie mehr finde für irgendwas. Und ich denke mir halt einfach so, ey, Alter, wenn es mir jetzt schon so geht, weißt du, der quasi von Corona sonst überhaupt nicht beeinträchtigt wird, wie geht's Menschen, die jetzt auch durch Corona jeden Tag noch irgendwelche finanziellen Probleme haben, die existenzmäßig nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die Einzelhandel oder was weiß ich, ein Restaurant und so, weißt du, ich meine, so, ich komme halt, ich traue mich schon fast gar nicht darüber zu reden, dass es mir schlecht geht, weil ich mir denke, Alter, andere Menschen haben so große Probleme, so, das ist halt einfach Meckern auf hohem Niveau, aber wenn du einfach nach Hause fährst vom Mountainbike fahren und ich sag euch, Leute, hab gefühlt schon seit Jahren nicht mehr geweint, Alter. Ich war dieses Mountainbike am Schieben und ich war die ganze Zeit kurz davor zu heulen, aber ich hatte gar keinen Grund. Ich bin einfach nur dieses einfach von dem ganzen Scheiß, den man erlebt, dass man sich dann in der Woche irgendwie einmal oder so trifft mit den Leuten am Samstag und den ganzen Samstag einfach mal Brettspiele zockt, ein bisschen lacht und so. Diese ganze Pisse fehlt mir. Und ja, ich bin froh, dass Carina sich ab und zu mit mir hinzockt, aber es ist einfach nicht dasselbe, Alter. Mir fehlt die Scheiße und ich halte mich an die ganzen Regeln und keine Ahnung, Alter. Wie gesagt, ich weiß, es kommen bessere Zeiten, die Sonne kommt wieder, aber ich bin auf jeden Fall aktuell, bin ich richtig, ich würde nicht sagen nah am Wasser gebaut, aber mein Akku ist leer. So. Ich bin auch wenn Carina, wenn hier irgendwas zu Hause ist, ich bin so schnell am Explodieren, ich meckere so schnell rum, so, weil ich bin auch teilweise dann nicht fair zu Carina, weil ich einfach so irgendwie unzufrieden überreizt, ich bin so unzufrieden mit mir selber, mit meinem Leben aktuell, ich bin so gereizt, Alter. Und ja, ist einfach eine richtig beschissene Zeit gerade. Aber ich weiß, wir kommen da alle raus und ich wollte einfach nur nochmal das Thema ansprechen, weil viele, da reden da nicht gerne drüber. Und gerade auch so ein Stefan und so, der ist halt auch jemand, der lässt sich gerne so Sachen aus dem Mund ziehen und der kommt, ne, so. Und ich denke mal, dass viele Leute hier über sowas nicht gerne reden. Aber wie gesagt, ich dachte mir, wenn ich jetzt mit einem guten Beispiel vorausgehe und mal hier meine Hosen runterlasse, vielleicht trauen sich dann andere auch mal ein bisschen irgendwie mal was auszupacken. Ich glaube, um Depressionen anzugehen oder depressive Episoden anzugehen, bist ja nicht direkt depressiv halt eben, ne? Wenn du jetzt mal schlechte Tage und schwarze Tage hast. Leute, haben wir natürlich ein super gutes Hobby. Ich kann euch nur sagen, Leute, wenn es demnächst wieder geht, nutzt das Mitspielerverzeichnis einfach und verabredet euch mit Leuten, wenn ihr einsam seid oder es euch irgendwie schlecht geht oder ihr überhaupt jemanden zum Suchen, zum Labern suchen wollt, joint hier den Boardgame-Digger-Discord, da chillen wir auch jeden Tag irgendwelche Leute rum und spielen halt eben miteinander. Ich chill da auch tagsüber auf meine Arbeitslosigkeit rum und bin irgendwas am Zocken. Spielen wir was zusammen, Leute. Lasst auf jeden Fall den Kopf nicht hängen so und nur wer redet, dem kann geholfen werden. Ich habe auch da schon in der Vergangenheit auch schon Leute halt eben gehen sehen, die Anfang 20 gewesen sind und so, die da keinen Bock mehr auf hatten. Ich kann euch nur sagen, Leute, das Leben ist schön, auch wenn es manchmal nicht so aussieht in manchen Tagen. Und das Leben ist auf jeden Fall lebenswert und allein, dass wir uns hier jede Woche schön zusammenfinden. Ich habe irgendwann schon mal gesagt, hat man mich mal gefragt, so, warum machst du denn überhaupt so das, was gibt dir denn quasi so den Antrieb und so, ne? Und ich bin da vielleicht auch so ein bisschen so mehr der Romantiker, aber ich sag, wenn du deine YouTube-Videos machst, die vielleicht jeder scheiße findet, wenn sich aber durchs Mitspielerverzeichnis vielleicht eine Person von diesen über 1000 Leuten, die da angemeldet sind, die
vielleicht düstere Gedanken gehegt hat und dadurch vielleicht jemanden gefunden hat, so einen sozialen Anschluss vielleicht, ja, wo man sich schöne Erlebnisse die Woche halt eben abholt, dann hat sich das Ganze halt eben einfach schon gelohnt, dass wir hier sitzen bis in alle Ewigkeit viermal die Woche halt eben, wenn wir damit einen quasi retten konnten oder einen was Gutes tun könnten. Und so sehe ich das allgemein, dass wir den Leuten eigentlich auch was Gutes hier tun. Ne? Und ich finde das immer ganz toll in der Community, wenn die Leute sich untereinander helfen. Der eine will da irgendwas abgeholt haben, dann meldet der eine, fährt er hin, holt das ab, verpackt das, schickt das noch und so weiter und so. Der Zusammenhalt ist hier ganz, ganz groß, Leute. Und wenn, wie gesagt, wenn irgendwie mal was ist, Leute, wenn es nur zum Labern geht, auf jeden Fall immer, müsst ihr auf jeden Fall alle feste zusammenhalten, Leute. Ja, es tut auf jeden Fall immer gut, gerade wenn du wieder das Gefühl hast, dass du so einen Berg Scheiße vor dir herschiebst die ganze Zeit und dann hier einfach auch mal hinkommst und einfach mal locker quatschen kannst oder auch so ein positives Feedback bekommst oder sonst irgendwie sowas. Also ich kann auf jeden Fall auch nur aus Erfahrung sagen, was solche Geschichten angeht, es ist oft ein langer Weg, ein schwieriger Weg, sowas anzugehen, aber letztendlich lohnt es sich und auch wenn es manchmal nahezu hoffnungslos erscheint, gibt es trotzdem immer noch eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Also das auf jeden Fall. Aber ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich habe auch schon häufiger festgestellt, dass ich abends hier in den Podcast gekommen bin und wirklich im Grunde durch war mit allem. Also ich hatte schlechte Laune, war richtig mies drauf und dann kommt man aber trotzdem irgendwie und dann kommt dieses gute Gefühl da wieder und allein dafür lohnt sich das Ganze halt schon und ist schon fast so eine kleine Therapie manchmal. Ja, ist auch so, das hat Chris auch schon mal gesagt. Die Scheiße mit euch hier hat für mich persönlich, das war der einzige Grund, warum Corona diese ganze Scheiße erträglich wurde. Das waren die drei Lichtblicke, auf die ich mich jede Woche gefreut habe. Und selbst wenn ich keinen Bock auf Pen and Paper hatte, sobald Selchuk den hier gemacht hat, war ich sofort wieder drin. Dann saß ich wieder drin und dachte mir so, okay, jetzt habe ich doch wieder Bock. Und ich sag euch, also die Scheiße hier hält mich auf jeden Fall gerade über Wasser. Ich bin manchmal nach Hause gekommen, habe dann hier gesessen und habe kein Wort irgendwie gesagt. Und dann war Podcast oder Pen and Paper oder was weiß ich. Und dann komme ich zurück und setze mich ins Wohnzimmer und quatsch Beate noch anderthalb Stunden zu, dass sie denkt, ey, was ist denn jetzt mit ihm wieder passiert? Das ist aber auch komisch, Daniel, ne? Das ist auch so, wenn du dann irgendwie so eine Frau hast, ich kann das auch nur so, es war auch immer so ein Sweaties Problem halt eben, die hat dann gesagt, so im Podcast sitzt du und redest ja, die ganze Zeit so. Und ansonsten, so, keine Ahnung, hat man sich irgendwie so wenig zu erzählen oder so. Weißt du, was ich meine? Irgendwie so ganz komisch. Also, ja. Kann einem auch zum Vorwurf gemacht werden. Ist so. Also, Leute, ja, genau, aber also das ist sofort, danach bin ich fertig. Genau das ist auch so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, was auch so ein Scheiß ist. Ich war die letzten 2-3 Wochen wirklich ein, zweimal schon kurz davor, dass ich sage, ich brauche einen Krankenschein, mal wenigstens für einen Tag mal. Gönn, Alter. Ja, pass auf, ich feier meine Firma und ich feier meinen Chef, weil das sind eigentlich gute Leute. Wenn ich mir einen Krankenschein nehme, Alter, auf Psyche, und dann guckt er aber abends, dann sitze ich hier abends im Podcast und lach mich hier kaputt und mache hier den Spaß meines Lebens, dann würde ich mir als Arbeitgeber würde ich mir auch denken, so, okay, warte mal, der kann nicht arbeiten gehen, aber der lacht sich. Ne, klar, das ist halt das Problem, dass gerade in einem handwerklichen Job, ey, Alter, bei einem gebrochenen Bein wird er sagen, na Junge, schon dich, pass auf dein Bein, auf bla. Aber sagst du jemandem, Alter, ich hab was am Kopf, mir geht's psychisch nicht gut, das ist nicht. Ja, das so. Denkt er sich nur aus, halt eben das, so, was ja, ist das, ja, ne? Ja, ja, so, der hat nur keinen Bock zu arbeiten. Ich denke es auch jedes Mal, ich hasse es auch auf der Arbeit. Ein Kollege lässt sich krank schreiben und die Kollegen, der hat da bestimmt nichts. Dann denke ich mir nur, halt die Schnauze, ihr Wichser, seid ihr etwa Ärzte, wenn der hat hier einen Attest abgegeben, es geht euch überhaupt gar nichts an. Was der hat, warum der zu Hause ist und wie lange der quasi zu Hause ist, hat sich jetzt, Team hat sich jetzt zu rearrangieren, solange der quasi nicht da ist, ja, wenn es dem nicht gut geht. Also, da könnte ich auch, deswegen, Leute, ich mache auch 10 Kreuze, auch wenn es jetzt gerade schwierige Situationen für mich halt eben ist, dass ich gerade nicht arbeiten muss, dass ich mich nicht rumschlagen, dass ich morgens aufstehen muss, ich muss jetzt diesen einen Termin haben, ich muss wieder mit den und den Leuten da quasi reden, ich muss das und das quasi machen und meine Chefin kommt übermorgen und will irgendwas von mir, was absoluter theoretischer Schwachsinn ist, wo es wieder nur um Geld geht, anstatt um Kindeswohl. Sorry, Leute, ich bin zwar gerade arbeitslos und damit auch relativ eingeschränkt, ich verlasse meinen Grundstück auch so gut gar nicht, versuche meine Ausgaben halt eben klein zu halten, aber abgesehen von dem Kubitus hier, weil die Mauer habe ich immer gehört,
Leute, ist gut, stehst morgens auf, machst halt, worauf du Bock hast, so, ne? Gehst raus, fütterst die Hühner, gehst mal mit den Hunden, guckst du erstmal nach hier. Da muss ich noch was schrauben, da muss ich vielleicht noch ein bisschen was reparieren oder ich wollte heute mal putzen und so. Steck mir so kleine ja. Tagesziele einfach so. Für morgen habe ich mir vorgenommen, das und das. Für nächste Woche Montag habe ich mir vorgenommen, Steuererklärung zu machen und so. Weißt du, solche Sachen so. Das ist immer mein Goal und als Belohnung kann ich dann mich hinsetzen und kann dann hier schön zocken den ganzen Tag halt eben so, ne? Und ja. So ist das halt eben. Ich freue mich auch immer, weil ich auch nachmittags mit vielen Leuten im Discord, die da unterwegs sind, halt eben viel rede. Der Smiller hat letzte Woche halt eben die Folge gemacht. Der kam einfach rein, hat mich da quasi so kennengelernt irgendwie. Und ja, nutzt das auf jeden Fall. Nutzt das, was wir quasi euch hier als Plattform anbieten, sehr, sehr gerne. Dafür ist das auf jeden Fall da, um miteinander im Kontakt zu bleiben, um euch auszutauschen und auch halt ein Stück weiter einfach füreinander irgendwie da zu sein. Ich muss immer noch dran denken, wie ich dann sagte, Digga, lass uns diesen Podcast hier starten. Du sagst, Podcast hört doch kein Mensch. Und jetzt guck dir mal an, was... Digga, ja. Ja gut, aber ich sag's immer noch, alter Podcast, Digga, ich würde es mir niemals... Ich weiß, viele Leute, sorry an alle Podcast-Hörer, ich hab's schon mal gesagt, ich habe das Podcast-Ding komplett unterschätzt und so. Ich sag's aber gerne nicht, wenn wir hier ohne das Twitch-Ding, Digga, sage ich dir auch ganz ehrlich, hätten wir es nur aufgezeichnet und hier gelabert, da wäre ich aus dem Podcast-Ding schon lange raus gewesen und... Glaube ich auch nicht. Ich habe zusammengeschlagen, Digga, wenn du abgehauen bist. Ganz kurz mein Ding, mein Sinn dazu. Okay. Also, ich verstehe euch. Ich muss aber ehrlich sagen, ich therapiere mich immer ein bisschen selber. Deswegen habe ich solche Downs relativ selten. Denn wenn ich sie habe, mache ich mir immer selber klar, wie gut es uns geht. Müssen wir einfach selber zugeben. Also, Chris, du sagst dir selber, du hast keine Ahnung, warum es dir scheiße geht. Aber ihr geht scheiße. Und die Leute da draußen, denen geht es auch in dem Sinne immer, also alle, die wie wir hier in Deutschland leben, natürlich die Restaurantbesitzer und so weiter, ey Leute, Geldprobleme gehören, glaube ich, auch mit zu den schlimmsten Problemen, die es so gibt. Aber ich mache mir halt immer klar, was es da draußen noch so gibt, Alter. Und jedes Mal, wenn ich mir das vor Augen halte und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, dass wir hier da sitzen und der Chris sich seine Hand ins Gesicht hält und sagt mir jetzt scheiße, aber hinter sich dieses Regal sehe, vor ihm dieses 180-Euro Mikrofon sehe. Er hat gerade die Heizung an, er muss heute nicht draußen schlafen. Aber Selch, dann kann er man ganz fragen, warum hat Heath Ledger sich umgebracht? Warum hat Robin Williams sich umgebracht? Ja, ich sag doch gerade. Nein, Selchuk will das nicht abwerten, das, was du meinst. Nein. Er will nur sagen, man soll sich auf das besinnen, was man sich ja auch gekauft hat, was einen glücklich macht halt eben, weißt du? Aber Leute, hört doch mal auf, mit dem mich zu fronten. Hört doch mal mir erstmal zu. Ich will keinen fronten, ich möchte auch mal was sagen. Ja, ganz kurz. Es geht nur darum, das ist meine Art, wie ich es mir halt eben immer gut spreche. Dass ich mir einfach sage, ich gehe heute in mein warmes Bettchen, nimm meinen Hund und schlafe. Morgen muss ich verdammt nochmal scheiße früh aufstehen. Es ist richtig kacke. Es ist natürlich eine Tätigkeit, die uns das, was wir hier machen, das erfüllt uns sozusagen mit. Das machen wir mit Herz, weißt du so. Wenige Leute da draußen gehen, arbeiten mit Herz, deswegen sind sie auch durch die Arbeit nicht mehr glücklich und werden dann dadurch auch depressiver. Wenn sie dann daheim sitzen, niemanden treffen dürfen und das Einzige, was sie machen dürfen, ist das, was sie am wenigsten glücklich macht. Und das ist dann eben eine Arbeit, die sie vielleicht nicht fühlen, so auf die Art, weißt du? Und trotzdem, ich versuche mir halt immer das vor Augen zu halten, immer zu sagen, Alter, dir geht's gut, deine Familie ist da, du hast ein Haus, du hast einen Hund, du hast alles, was du brauchst, um zu leben. Das Einzige, das da hier, musst du dir einfach ein bisschen zurecht immer wieder neu, nochmal neu aufspulen, wie es dir dein ganzes Leben ergangen ist, wie du bis heute hierher gekommen bist. Aber wenn ich dann an so Leute denke, wie du sagst, so Heath Ledger oder sowas, die dann von heute auf morgen so diesen Gedanken haben, ey, den Gedanken zu haben und mal eine Nacht drüber zu schlafen und dann vielleicht nochmal drüber nachzudenken und so weiter, so wie du es... Wer war denn das letztens, Alter? Ich habe da letztens dieses Ding von Monte gesehen, wo er irgendwie, hier, Montana Black, wo er gesagt hat, er war irgendwie auf einer Autobahn, hatte plötzlich so einen Gedanken, er möchte gegen die Leitplanke fahren und sterben. Und heute, nach irgendwie 1-2 Jahren, sitzt er bei Stern TV und sagt so, ihm geht's mega gut. Das ist halt diese eine Hürde wieder gewesen, die er wahrscheinlich wieder genommen hat. Weißt du, was ich meine? Warte, du kannst sofort. So wie du das jetzt gerade formuliert hast, Selçuk, war das so wie, wenn bei der letzten Instanz irgendwelche weißen Cis-Leute über Rassismus reden? Dass du redest aus der Sicht von jemandem, der noch nie psychische Probleme hatte. So, du redest, ja, das ist natürlich... Wer sagt das?
Wer sagt das? Ich habe mich noch nie in das Loch fallen lassen. Das ist das Ding, Chris. Ja, ich aber da, das eben kann die man sich nicht immer können. Aussuchen, Tejok. Nein, kann man sich nicht. Und das heißt sich nicht immer. Das wollte ich gerade sagen. Das ist die Gefahr dabei, die immer besteht, finde ich, dass man sich das nicht aussuchen kann. Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen einer Phase, wo es einem mal schlecht geht, wo man einfach mal sagen kann, komm, jetzt gehe ich mal ins Kino, jetzt gehe ich mal 2 Stunden durch den Wald, jetzt kaufe ich mir mal 5 Brettspiele und dann geht es mir wieder gut. Das hat nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun. Und eine psychische Erkrankung kann ich mir auch nur bedingt aussuchen. Und dann ist es auch nicht damit getan, sich da hinzusetzen und zu sagen, ach komm, das wird schon. Oder guck mal, den anderen da hinten geht es ja viel schlechter oder so. Sondern das ist ein ganz, ganz tiefes, verfestigtes Problem, was viel, viel Arbeit erfordert, das aufzulösen und da wieder rauszukommen. Und das ist nichts, was man sich unbedingt aussucht oder wo man sich jetzt entscheiden kann, gehe ich den Weg oder den Weg. Ich gebe dir da vollkommen recht, ich sag's dir ehrlich, ich glaube, meine schlimmsten Tage werden alle noch auf mich zukommen. Ich sag's dir ehrlich, weil es ist einfach so, man hat Menschen, man hat Leute um sich herum, die man über alles liebt und... Ja, klar. So, ich möchte jetzt keine schwarze Malerei, ich möchte mir jetzt auch nicht jetzt hier im Kopf ausmalen und so weiter und das ist das, was mich wahrscheinlich komplett zerstört. Also das ist halt ein Ding, wovor ich bis heute bewahrt wurde. Ich habe wenig Leute in meinem engen Kreis gehabt, mit denen ich von denen ich Abschied nehmen musste. Und das ist für mich das schlimmste Szenario, was ich halt im Kopf habe. Und das ist halt auch so Sachen, wo ich mir halt immer vor Augen halte, es ist dir noch nicht so schlecht gegangen. So schlecht ist es dir noch nicht gegangen und es wird dir noch schlecht gehen. Du wirst noch alle, die schlechten Tage erwarten dich noch. So. Ist halt so, jeder geht einfach anders damit um. Was mich halt nur manchmal nervt, ist, wenn ich halt merke, wie viel oder wie wenig Verständnis für sowas. Ich meine jetzt nicht bei dir. Ich würde niemals zu jemandem sagen, stell dich nicht so an. Das meine ich jetzt auch gar nicht auf deine Aussage bezogen. Ich meine das generell, wie wenig Verständnis für sowas da ist. Chris hat das eben gesagt, hast du dir ein Bein gebrochen, ist sofort alles klar. Hast du andere Probleme, musst du erstmal überhaupt dafür kämpfen, dass man Verständnis dafür hat und ist schon fast genötigt, eigentlich lieber zu sagen, ich habe mir ein Bein gebrochen, dann ist halt klar, dass du irgendwie halt erstmal raus bist oder so. Also aber das liegt an der Komplexität halt eben dieser Erkrankung, einer Depression und dieser Vielseitigkeit und welche Faktoren da alle zusammenspielen. Bei einem gebrochenen Bein machst du Gips dran und dann ist das so. Das ist für die Leute nachvollziehbar. Aber die Tiefen der Psyche, die sind ja für niemanden, ich habe keine Ahnung, ich möchte aber keine Werbung machen halt eben so, aber in der Vergangenheit hat man da mal viel Scheiß gemacht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer von euch mal Pilze irgendwann mal gesnackt hat. So. Da tauchst du in die Bestandteile deiner Psyche ab, die du vorher überhaupt noch gar nicht kanntest, wo das richtig so schubladenmäßig sortiert ist und so. Da siehst du mal wirklich, was in deinem Kopf halt eben alles drin da steckt, wenn du dich da heftig da rein denkst. So. Viel zu heftig und wenn da irgendwas durcheinander ist, kriegst es halt eben ohne Hilfe oft halt eben nicht sortiert, dann brauchst du halt eben fachliche Hilfe. Was der Seljuk aber eben meinte, er hat halt eben eine Strategie und letztlich, um eine Depression zu besiegen, brauchst du quasi eine auf dich abgestimmte Handlungsstrategie, wenn du in bestimmten Situationen halt eben in dein Loch quasi reinfällst. Das kann vielleicht nicht verhindern, dass du komplett reinfällst, aber vielleicht bei jedes zweite Mal nur oder so und das soll ja halt eben so schleichend halt eben sich immer verbessern, dass du halt irgendwie besser klar und wenn du richtig so eine multiple Depression hast und keine Ahnung, zusammen mit irgendwelchen Paras und was du dir sonst da halt eben hast, dann ist es das eigentlich eher unheilbar, dann musst du halt irgendwie nur was finden, wie du damit lebst, quasi einfach, oder wie du damit überlebst, so nach dem Motto, ne? Ich würde dir sagen, ich sage jetzt noch einen abschließenden Satz und dann kommen wir mal wieder zur Unterhaltung, weil das war jetzt ein ordentlicher Downer und ich glaube, wir haben jetzt alles Größte gesagt. Bei mir war es ja damals wirklich so, dass ich wollte mir keinen Krankenschein nehmen auf meiner letzten Arbeit und bin mit Fieber irgendwie arbeiten gegangen. Ich glaube, dass ich Fieber hatte. Und da bin ich ja wirklich zusammengebrochen auf der Arbeit. Das erste Mal in meinem Leben, ich wusste gar nicht, wie es ist, wenn man auf einmal zusammenbricht, wenn einem schwarz wird. Ich kannte das halt nicht richtig so. Und da kam ich ja ins Krankenhaus und die haben mich dann nach Hause geschickt irgendwie abends. Und dann lag ich ja 3 Wochen zu Hause mit Fieber. Also ich hatte keine Temperatur, aber ich sagte zu 100%, Alter, mir war kochend heiß, ich war am Schwitzen, ich konnte nicht mehr sitzen. Wenn ich mich hingesetzt habe, Junge, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich konnte nicht laufen, meine Beine haben mich nicht mehr getragen. Und dann bin ich wieder zum Arzt gegangen nach 3 Wochen und hat die gesagt, okay, sofort Krankenhaus, wahrscheinlich Verdacht auf Herzmuskelentzündung.
Und dann kam ich ins Krankenhaus und wurde komplett durchgecheckt. Komplett. Digga, ich konnte nicht laufen, gar nichts. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und der Arzt sagte dann irgendwann zu mir, wir haben alles gecheckt, Sie sind gesund. Ich sag, Alter, ich sterbe. Ich kann nicht gesund sein, so. Und dann sagte der so, ja, denk mal drüber nach, ob es vielleicht doch von der Psyche kommt. Und dann ist alles über mich zusammengebrochen. Dann habe ich es auf einmal gesehen. Im Endeffekt tat mir es aber gut, weil ich dann wenigstens wusste, was ich habe. Ich wusste so, hey, okay, ich weiß, ich habe was, mein Kopf ist es gerade. Und dann konnte ich das auch angehen. Das sage ich halt, ich habe es trotzdem auf der Arbeit, weil ich kam noch ins Krankenhaus wegen einer Herzmuskelentzündung, auch wenn es am Ende nicht diagnostiziert wurde, habe ich es trotzdem ein halbes Jahr auf der Arbeit weiterlaufen lassen, weil so haben die mich so geschont auf der Arbeit, weil ich immer sagte, Leute, mein Herz, ich kann momentan keine Überstunden machen, wir müssen ein bisschen ruhiger. Ey, perfekt. Ja, und immer, ja, denk an dein Herz, Alter. Ich check's nicht, weißt du, es wäre anders, wäre es niemals gegangen. Hätte ich meinem Chef ehrlich gesagt, was ich habe, hätte er auf ruhig gemacht, dann wäre wieder altes Bild gewesen. Aber indem ich gesagt habe, ich habe Probleme mit meinem Herzen, Alter, dann war auf einmal, ach ja, und ich wurde richtig so Ehrenbruderbasis da, ja, das auf der Arbeit. Kann man halt besser nachvollziehen dann, ne? Das ist halt einfach dann präsenter, so ein Thema, offensichtlicher. Klar. Was ich auch noch finde, Leute, jetzt mal nur so mal dahergesagt, ich finde, wenn man sein eigenes Glück auch zu sehr mit anderen Dingen, wie soll ich sagen, verbindet, sodass man zum Beispiel sagt, sagen wir mal Chris, okay? So, Chris verbindet gerade sein Glück mit diesem Podcast, mit den Leuten, die gerade mit uns hier das Ding gerade durchziehen. So, jetzt wäre Chris morgen, keine Ahnung, wäre das größte Arschloch der Welt, Alter, und die Leute würden sagen, verpiss dich, Chris. Daniel würde sagen, verpiss dich, Chris. Alle für immer. Alle würden sagen, verpiss dich, Chris, und Chris wäre plötzlich nicht mehr hier. So. Dann wäre Chris seine Welt zusammengebrochen, so, weil er sein ganzes Glück oder beziehungsweise das Momentane, was ihn gerade aufbaut, alles hier reinsteckt. Weißt du, was ich meine? Und da finde ich halt dann auch, wenn man anderen Leuten sozusagen diese Macht gibt, über einen dann irgendwie über sein Glück zu entscheiden, ist dann auch gefährlich, weil nicht jeder kann mit dieser Verantwortung umgehen, Alter. Du kannst morgen sagen, Stefan, ey, Alter, Seljuk, ich hab echt keinen Bock mehr auf dich. Und Daniel würde sagen, ja, Seljuk, sorry, sagen wir dir jetzt einfach so. Und wenn ich euch mein Glück nicht geben würde, dann wäre ich fertig, Alter. Dann wäre ich komplett fertig. Kann ich mich erstmal die nächsten 6 Monate lang ins Bett legen, weil ich wüsste nicht mehr, wie ich aus diesem Loch rauskommen soll. Naja. Deswegen wärst du wirklich fertig, wenn wir dich rauskommen? Ich weiß, nein. Deswegen sage ich ja, ich versuche halt mein Glück mir immer selber irgendwie einzureden. Ich versuche es mir halt immer selber irgendwie beim Kopf zu gestalten und niemandem zu viel zu geben. Aber der Penner, der da hinten liegt, Alter, das ist mein Glück, Alter. Ist so, ne? Das ist mein Glück. Ja, das stimmt. Das ist mein Glück. Ja. Aber auch da hat man natürlich schon, das Thema will ich jetzt eigentlich nicht. Hast du nicht gerade noch gesagt, du willst dein Glück nicht von anderen abhängig machen? Und genau das tust du gerade, Seljuk. Man tut es, das wollte ich gerade eben sagen, man tut es ja immer auf eine gewisse Art und Weise, weil man sich ja immer an irgendwelchen Sachen festhält, hochzieht und die einem irgendwie Orientierung und Stabilität geben. Und je mehr Scheiße auf der einen Seite ist, umso gewichtiger werden die anderen Sachen. Und klar, Seljuk, wie du natürlich sagst, wenn irgendeine Säule davon wegbricht, dann kann einen das auch schnell komplett reißen, ne? Wenn man sich auch vielleicht auch unbewusst in so eine Art Abhängigkeit begibt. Ne? Natürlich würde mir, wenn ich den Podcast jetzt nicht mehr hätte, würde mir natürlich auch ein wichtiges Element fehlen, was mir manchen Tagen Stabilität halt gegeben hat. Und die Form, wie wir das hier machen, dass wir das hier auf Twitch, dass wir es live machen und dass die Leute live dabei sind, ist immer noch was anderes, halt eben, als würden wir nur zu viert hier quasi sitzen und uns das alles gegenseitig erzählen. Weißt du, das ist das, was ich meine. Ich hätte den Podcast, wenn ich mit euch drei Mongos jede Woche hier einmal sitze und mache hier mein Telefonat mit euch und wir reden über irgendwelche Sachen halt eben, wäre es 1000-mal aufgesetzter, als würden wir es jetzt hier einfach live machen und noch die Leute quasi mit einbeziehen und den Input halt eben damit reinholen halt eben. So ist das Ganze hier nur lebendig und du musst dich nicht jede Woche hinsetzen und dir irgendwas aus dem Arsch drücken, weiß ich nicht. So, ich hätte die Probleme vom Sven Siemen möchte ich nicht haben, dass du jede Woche Sonntag da sitzen musst fürs Brett am Sonntag dir irgendein Thema aus dem Arsch drücken, über was du alleine philosophieren musst, Alter. Absoluter Albtraum, Mann.
Das ist halt ähnlich wie eine Firma, die ihre komplette Existenz auf drei Kunden aufbauen würde. Und wenn einer von den drei Kunden wegbricht, dann haben sie halt richtige Probleme. Ja. Dann bauen sie sich halt die Existenz auf 100 Kunden auf. Ja. Und wenn einer von den 100 Kunden wegbricht, dann hast du immer noch 99. Ich will nicht unhöflich sein, Leute. Ich pisse mir gleich in die Hose. Kann ich mal kurz 2 Minuten gehen? Ja, mach in Ruhe halt. Wir haben ja eigentlich gesagt, nicht mehr aufstehen. Also, ja, falsch, aber ich piss mir in die Hose. Also auch damit das hier nicht, dass das falsch verstanden wird. Ne? Den Podcast, den wird es auch immer weiterhin geben. Der wird nie abgestellt halt eben. Irgendwann in tausend Jahren schließen wir ab. Fuck weg hier. Ja, genau. Wenn der Chris hier abschließt, dann ist hier Bums aus Feierabend. Vorher ist hier nicht aus, ne? Und es geht auch immer weiter. Es sagt nur halt eben die Form, wie wir es eigentlich geplant hatten, dass wir jede Woche zu viert das so labern und dann, dass es rein als Podcast kommt. Halt eben so. Das hätte mir zu wenig, also das hätte mich nicht befriedigt sozusagen, weißt du? Und mittlerweile verstehe ich auch genau, was du meinst. Ich war ja anfangs auch einer, der eher skeptisch war, auch was Twitch und so angeht, aber das ist schon nochmal was anderes und ein anderes Level und wichtig finde ich halt immer nur, dass man zumindest bei den Podcast-Folgen dann auch immer darauf achtet, dass es auch für Podcast-Hörer einfach noch weiterhin gut funktioniert und ich glaube, das kriegen wir eigentlich meistens immer ganz gut hin, aber generell ist das auf jeden Fall mittlerweile auch also für mich auch nicht mehr wegzudenken, diese ganze Geschichte jetzt mit Twitch auch. Ja, also ist auch so, wir müssen immer so ein bisschen gucken, Leute, danke nochmal, Digga, Alter, Jackal 500 Bits, Mario Bits, hier Flo 5er, Alter, Leute, richtig geil. Nur, das Problem ist immer nur, ganz kurz, um das mal zu sagen, auch für die Podcast-Hörer, Leute, bei der Donnerstagsfolge ist immer ein bisschen schwierig. Ihr wisst, ich schreie gern wie ein Affe rein, wenn hier die Donates oder die Bits kommen. Am Donnerstag, die Jungs haben mir auf die Fresse gehauen, ich muss mich ein bisschen zügeln, weil es halt die Podcast-Hörer ein bisschen stört, die sind halt eben nicht live hier auf Twitch. Andererseits denke ich mir auch scheiß auf die, ne, also dann kommt auf Twitch und müsst halt eben ein paar Sekunden dann halt eben hier mal zuhören. Meine Meinung nur, Leute, hasst die anderen drei jetzt nicht, nur mich. Du weißt schon, dass wir von den Podcast-Zuhörern alleine über ein paar tausend reden und bei Twitch sind immer nur 150 oder 160 am Start. Also das sind schon... Du, Digga, mir ist es lieber, hier guckt einer jede Woche zu und schmeißt 50 Bits rein, als dass er sich jede Folge rein tut. So. Ja, Digga, arbeitslos, Digga. Hey, jetzt pass mal auf, Chris, aber... Ich verstehe auch, was der Stefan meint. Jetzt überlegt euch mal, Leute. Jetzt mal Real Talk so. 140 mal. Jetzt erst Real Talk, was haben wir jetzt erst Real Talk gemacht? Ja, jetzt nochmal Real Talk Podcast und Twitch und was wir darunter verstehen. So, Podcast oder beziehungsweise Spotify und alle anderen Plattformen, die wir beliefern, die müssen wir komplett irgendwo finanziell tragen. Das bedeutet, wir müssen diese ganzen Speicher, den wir da online haben, müssen wir bezahlen, damit wir bei diesen Plattformen überhaupt aktiv dabei sein können. Das bedeutet, diese Plattformen verdienen an euch Geld, die nehmen eure Gebühren oder beziehungsweise ihr bezahlt denen was, damit ihr uns dort hören dürft und wir bezahlen die, damit wir dort auftreten dürfen. Das heißt, die gewinnen halt zweimal. So. Twitch da, hingegen ist eine Plattform, auf der halt jeder theoretisch online sein darf. Und was auf Twitch abgeht, ja klar, Twitch zwackt sich auch irgendwo was ab. Aber der Mehrwert, den wir alle davon haben, ist halt immens groß. Und das ist halt beim Podcast nicht da. Wir haben hier halt alle was davon. Wir haben mehr Spaß. Wir können hier mehr machen. Wir können visuelle Sachen machen. Und ja, unser Donnerstagsstream ist auch der Podcast. Aber trotzdem würden wir uns jedes Mal und ohne Spaß, Shoutout an alle Podcast-Hörer, kommt doch mal in Twitch rein, lasst euch das mal ein bisschen überlegen oder gebt dem Ganzen mal eine Chance und hört auf, wenn ich lese, Twitch, dieser neuartige Scheiß. Ja, Leute, ihr habt auch vor Jahren kein YouTube geschaut und habt in der Glotze Kabelfernsehen geschaut. Und jetzt hockt ihr vor YouTube und es geht immer weiter. Was Gutes angesprochen und ich sage jetzt auch nochmal, Leute, ich weiß, viele schaffen das auch zeitlich nicht und so. Und das ist halt eine Kinder und Arbeit, dieses Aber. Ich kann jetzt bitte jedem noch einmal ganz klar sagen, jeder, der uns regelmäßig hört, tut uns bitte einen Gefallen und das kostet euch kein Geld. Wenn ihr Amazon Prime habt und ihr habt auch, ihr macht euch einfach ein kostenloses Twitch-Abo, ihr könnt die beiden vernetzen und könnt dann, wenn ihr uns abonniert, uns einen Prime-Sub dalassen. Das kostet euch kein Geld, aber Amazon Prime lässt uns dafür, was weiß ich, 2,50 Euro, 3 Euro im Monat rüberspringen. Das müsst ihr einmal im Monat dann für uns machen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Akt, den ihr dann für uns macht, aber im Endeffekt bleibt
bleibt dadurch richtig viel Kohle am Ende des Monats hängen. Wenn nur 10%, wenn nur 10% von allen Podcast-Hörern das machen würden, müssten wir nicht mehr arbeiten gehen, theoretisch. Wenn es alle machen würden, müssten wir alle nicht mehr arbeiten gehen. Ja, und dann auf jeden Fall. Dann würden wir alle schön auf Amazon-Nacken leben. Also, wir reden hier nicht gerade von irgendwie Patreon. Wir reden nicht gerade davon, dass ihr uns aktiv irgendwie Geld spenden sollt, was ihr natürlich immer gerne machen könnt. Aber einfach nur am Rande erwähnt. Dieser Prime-Sub kostet euch nichts extra. Verlinkt euer Amazon Prime mit einem Twitch, kommt, abonniert uns, lasst uns einen da und dann macht das einmal im Monat, selbst wenn ihr nicht live dabei sein könnt. Einfach mal reinzappen. Leute, wollen wir weitermachen? Soll ich, oder ich meine, wir sind jetzt schon, also wir sind jetzt bei 2 Stunden. Ich meine, wollen wir es rappen? Du würdest tatsächlich rappen? Ja, aber ja. Stefan hat sich extra Mühe gegeben. Ich würde es auch rappen, ja, aber nur wenn Stefan nicht traurig ist, weil er sich Mühe gegeben hat. Wieso, das kann er doch nächste Woche machen, das läuft ja nicht. Aber dann dürfen wir die Folge, dann müssen wir die Folge anders nennen. Dann nennen wir die Folge irgendwie bei Anruf Domian oder so. Wir nennen die Folge Digga. Bei Anruf Christian. Und wir hätten es auch fast durchgeführt. Oder bei Anruf Christian. Oder okay, wir nennen die Folge fast durchgeführt. Ich muss euch sagen, ich war gerade, wo ich das Thema angesprochen habe, wieder. Mann, jetzt darf ich das nicht machen. Ich habe mich die ganze Zeit so gefreut, ihr Pisser. Willst du? Wie lange dauert ja, weil, ja, nein, das? Ja, nein. Ich glaube, mit dem, was wir machen könnten, also hätten wir sicher alle zusammen eine Stunde Spaß, dreiviertel Stunde Spaß locker. Das wäre jetzt halt einfach dann quasi Woche noch zu lang. Aber wehe, ihr habt nächste Woche wieder so lange Listen. Wehe, ich wir kann das nicht machen. Wir zu, Alter. Ich habe nächste Woche nicht mehr über psychische Krankheiten versprochen. Ja, okay, Leute. Scheiße. Es kommt erst in 2 Wochen wieder und bis nächste Woche wird auch nichts gezockt. Das heißt, es gibt keinen Wochenrecap. Das heißt, wir können quasi sofort in das Game starten und dann passt das. Ja. Okay, dann machen wir es halt eben nächste Woche, Leute. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, für alle, die ich gerade hier in so ein Loch gezogen habe mit meinem Thema, tut mir leid, nächste Woche wieder. Ich glaube, du hast niemanden in ein Loch gezogen. Ich finde es auch gut. Nächste Woche gibt's Scherze. Knizi hat voll runtergezogen. Ist so, Alter, ey. Daniels Tavantinsuyu-Erklärung hat auch ein bisschen gezogen. Aber da, das stimmt, Leute, wir machen jetzt den Laden zu und machen noch ein bisschen Aftertalk, also... Okay. Genau. In dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Und übrigens, schaut am Sonntag rein, bevor ich nochmal sage, schaut am Sonntag rein. Schaut am Sonntag rein. Die Sarah ist tatsächlich bei unserem Pen Paper als Sidekick tatsächlich zu Gast. Ich habe keine Ahnung, was Tim und sie sich da zusammengeschmiedet haben. Ich bin super, 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 super auf Eva gespannt. Schaltet Sonntag um 12 Uhr ein. Halt eben. Wird bestimmt absolut bekloppt. Also in dem Sinne, Leute, schönen Abend noch. Haut rein. Ja, bis dann. Haut rein. Ciao.